Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe es euch noch gar nicht angekündigt. Ja, aber heute ist das 100. Video auf diesem Kanal. Tja, eine ganze Menge schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden einzelnen Abonnenten, den wir jetzt hier auf diesem Kanal haben. Und auch für jeden einzelnen Klick und für jede einzelne Minute, die ihr hier auf dem Kanal verbringt, um die Videos zu hören. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn, wie viele Menschen sich für dieses Thema interessieren. Und ich finde es super, dass so viele von euch abends in den Montag- bis freitaglichen Premieren um 20 Uhr dabei sind. Es ist schon echt Wahnsinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr hier alle auf diesem Kanal seid. Und dafür gibt es heute ein kleines Special-Video. Das Special-Video ist ein einzelnes Telefonat. Vielmehr eigentlich drei Telefonate, aber grundsätzlich ein Telefonat, was ich so am Stück weg geführt habe, da das Callcenter allerdings logischerweise technische Maßnahmen ergreift, weil die Gespräche nicht viel zu lange gehen sollen, bricht das Gespräch hier dann zweimal ab. Dementsprechend habe ich jetzt hier für euch ein 3-Stunden-Telefonat mit einem Betrüger-Callcenter. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf und dem kleinen Special-Video. Tag. Ich heiße Jan Kim, ich rufe von Impressive Area. Sie haben sich auf unserer Handelsplattform angemeldet. So, meine Aufgabe ist Ihnen, unsere Plattform zu helfen, Ihnen Ihr Konto aktivieren. Aha. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel? Nee, noch gar nicht. Gut, also wissen Sie, unser System ist ganz automatisch, so Sie brauchen keine speziellen Kenntnisse oder Erfahrung. Aha. Sagen Sie bitte, haben Sie gedacht, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, was ist denn da sinnvoll? Unser Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja, dann, wenn Sie sagen, das ist sinnvoll, dann machen wir 250 Euro. Gut. Sagen Sie bitte, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ich habe beide Karten. Gut, dann mit Ihrer Visa oder Mastercard. Sie können Ihr Konto mit einem Link einzahlen. Unsere technische Abteilung sendet Ihnen einen Link. Sie einfach öffnen das, schreiben alle benötigten Daten. Es ist Daten von Ihrer Bankkarte und Ihr Daten bestätigen Transaktion und Ihr Geld ist auf Ihr Konto. Genau, also wir haben wieder eine von den seriösen Firmen am Telefon, die gleich am Anfang eigentlich zur Sache gehen und nach dem Geld fragen und möglichst schnell versuchen, an eure Kohle ranzukommen. Nur schnell ist halt immer relativ so ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, diesen Mitarbeiter hier habe ich tatsächlich irgendwie fast den gesamten Arbeitstag beschäftigt. 3 Stunden Call am Stück. Ist schon eine wahnsinnig heftige Sache. Und wenn ihr mal überlegt, das ist der halbe Arbeitstag von dem Mitarbeiter. Tja, naja, und so gefühlt ein halber Tag von mir, ne? Aber grundsätzlich haben wir ihm auf jeden Fall hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Gespräch verläuft auf jeden Fall wahnsinnig lange und wird wahnsinnig viele dumme Fragen beinhalten. Gut, unsere technische Abteilung in 1-2 Minuten sendet Ihnen diesen Link. Ja. Gut. Warten Sie bitte kurz. Ich habe Ihnen auch ein E-Mail gesendet mit Ihrem Login und Passwort und in meinem E-Mail gibt es eine große schwarze Taste Login. Sie können diese Taste immer klicken und Ihr Konto öffnen. Also Sie haben es schon per E-Mail geschickt. Das habe ich gesendet Ihnen und jetzt unsere technische Abteilung sendet Ihnen noch ein E-Mail mit Link, mit der Sie können Ihr Konto einzahlen. Das ist ein E-Mail von Eddie Kirsch und es ist schon gesendet. Können Sie bitte überprüfen.
Naja, also eine E-Mail von Andy Kirsch. Das klingt ja schon wieder unfassbar seriös in Kombination mit seinem, ja, ausländischen Akzent. Wie so viele Betrüger-Callcenter. Da haben wir schon mal das erste Indiz. Das zweite Indiz ist, dass sie gleich am Anfang eure Zahlungsmöglichkeiten abchecken wollen. Und das dritte Indiz ist ganz einfach: die tolle Musik im Hintergrund. Ja, also nicht viel anders wie bei allen anderen Betrüger-Callcentern. Es verläuft immer wieder nach demselben Prinzip. Ja, aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Sonst hätten wir die hier nicht immer wieder dran und vor allem über Monate hinweg. Ah ja, dann öffne ich mal eben meine E-Mails, dann gucken wir da mal. Ich sehe, das ist gerold.steiner@mdccfun.de. Genau. Es ist richtig oder nicht? Ja, das ist richtig. Gut. Sagen Sie bitte, haben Sie ein E-Mail von Eddie Kirsch bekommen? Und ich logge mich gerade ein. Das dauert bei mir so ein bisschen. Das Postfach ist irgendwie ziemlich langsam. Unsere technische Abteilung hat das schon gesendet. Vielleicht können Sie bitte aktualisieren Ihr Inbox. Ja, ich bin ja noch nicht ganz drin. Moment. Ach so, gut. Wie gesagt, das dauert bei mir immer so ein kleines bisschen, bis ich eingeloggt bin. Sagen Sie bitte, Sie benutzen jetzt Handy, richtig? Nee, ein Computer. Gut. Ja, und hier haben wir gleich die erste Stellschraube, an der wir so richtig viel schöne Zeit vom Betrüger ja, abzocken können. Dass er halt eben in der Zeit niemanden anderen betrügen kann. Und wie gesagt, wir sind ja hier 3 Stunden am Werk. Das sind 3 Stunden, in der er niemanden anderen betrügen konnte. Ich denke mal, die werden in der Zeit eine ganze Menge Kohle verloren haben. Denn so Bauchgefühl sagt mir, die haben bestimmt einen Stundenschnitt, dass sie wenigstens einen in der Stunde mit 250 € abzocken. Ja, und der hatte halt 3 Stunden nur Geld ausgeben müssen, beziehungsweise das Callcenter, weil die 3 Stunden will der ja sicherlich ja auch bezahlt bekommen. Wie das jetzt letztendlich in diesen Betrüger-Callcentern läuft, ob die rein auf Provisionbasis arbeiten und überhaupt gar keinen Lohn oder Gehalt bekommen, kann natürlich auch sein. Dann haben wir den hier wenigstens gleich mitgeschädigt. Denn er ist ja schließlich auch einer von den Betrügern. Denn nicht nur die Firma ist allein schuld, er macht ja schließlich bei dem bandenmäßigen Betrug auch mit. So, jetzt bin ich eingeloggt und dann gehe ich erstmal in den Eingang. Was quietscht denn da bei Ihnen so in der Leitung? Also mein E-Mail ist von Jan Kim und heißt Konto aktivieren im Passive Area und zweite E-Mail ist von Eddie Kirsch. Ja, das war nicht meine Frage, bei Ihnen quietscht irgendwas in der Leitung. Haben Sie mich auf Lautsprecher? Haben Sie kein Headset? Noch einmal bitte. Haben Sie denn kein Headset? Ich habe. Ja, aber gerade haben Sie gesagt, Sie haben Lautsprecher. Dann setzen Sie mal Ihr Headset auf. Ich habe verstanden, dass Sie haben mich am Lautsprecher. Nee. So. Da muss ich erst mal gucken. Von wem kam die E-Mail? Eddie Kirsch. Ah ja, genau, da habe ich gerade eine E-Mail bekommen. So, dann mache ich die eben mal auf. Moment. Können Sie da im Hintergrund mal die Musik ausmachen? Warten Sie bitte kurz. So, und man mag es auch kaum glauben, ich habe jetzt hier an dieser Stelle sagenhafte 11 Minuten und 45 Sekunden rausschneiden müssen, bis der Typ sich wieder an der anderen Seite der Leitung meldet. Die ganze Zeit blieb die Leitung einfach, ja,
offen stehen. Man hat im Hintergrund die Geräusche gehört, wie andere Mitarbeiter irgendwas erzählen. Man hat nicht verstanden, was. Dementsprechend habe ich es auch komplett rausgeschnitten. Ja, aber dem hat es überhaupt nicht geschert. Keine Ahnung, ob der erstmal ganz gemütlich in Ruhe draußen einen rauchen war oder ob der sich mit irgendwas anderem beschäftigt hat. Aber er hat die gesamte Zeit nichts mehr gesagt und Musik war auch nicht mehr zu hören. Ja, klingt so, als würde das Radio auch direkt neben ihm stehen, so laut wie das ist. Naja, aber eine seriöse Firma kann das auf gar keinen Fall sein. Vor allem, wie lange der hier weg war von der Leitung, geht überhaupt nicht. Wenn ich hier nicht irgendein gewisses Ziel hätte und dieses Ziel auch verfolgen würde, den Betrügern möglichst viel Zeit zu stehlen, ja, dann hätte ich jetzt hier schon lange aufgelegt. Denn was soll das? Ich meine, erstmal dudelt da die ganze Zeit diese absolut nervtötende Musik. Ja, und dann kommt auch noch dazu, dass er sich hier nicht meldet, geht weg, sagt, er kümmert sich drum und ja, dann kommt da nichts und es kommt nichts und es kommt nichts und es passiert nichts. Also jeder normale Mensch hätte jetzt hier einfach aufgelegt an dieser Stelle. Sagen Sie bitte, was machen Sie jetzt? Na, Sie sagten, ich soll ja warten, dass Sie die Musik ausmachen. Schon gemacht. So, Sie hatten jetzt einen Link geschickt, ne? Ja, richtig. Ja, genau, da klicke ich mal drauf. Mhm. So, jetzt habe ich hier eine Seite. Gateways API und da steht, zahlen Sie für Ihre Bestellung. Hallo? Mhm. So, wählen Sie Ihre Währung und stellen Sie sicher, dass Sie den genauen Betrag bezahlen. So, mehr steht hier nicht. Also, das war's. In der Tat, die behandeln das Ganze, was Sie da machen, als Bestellung. Man bekommt dann eine richtige Rechnung zugeschickt und da steht dann, dass man ja eine Bestellung abschließt. Also was das für ein Blödsinn ist, ne? Also letztendlich, was die für Bestellung halten, ist, ihr zahlt euer Geld dort ein und seht die Kohle dann nie wieder. Und im schlimmsten Fall rufen die euch immer wieder ab und halten euch ewig hin mit irgendeinem Demokonto und spielen euch eine Show vor, wie viel Geld ihr da angeblich verdient. Wobei es dann in Wirklichkeit eigentlich 0,00 nichts ist. Ja, und ja, damit wollen die wahrscheinlich seriös wirken. Ich weiß es nicht. Man merkt ja hier schon bei allen Callcentern manchmal einige Ansätze, wo man dann versucht, Seriosität irgendwie aufzubauen. Aber im Grunde genommen ist das alles nur Blödsinn und bla bla und jedes Mal Augenwäscherei. Und wenn man dann ja mal ins Hinterstübchen guckt und mal genauer nachsieht, ja, dann fehlt es eigentlich an allen Ecken und Kanten an der Seriosität. Ja, aber so verdienen die halt ihr Geld. Unser täglich Brot gib uns heute und verarsche die Leute. Ja, und jetzt wählen Sie bitte Währung, Euro. Ja, ist das die Seite von Ihnen? Ja. Weil hier ist ja gar nichts weiter drauf, kein Impressum, kein Kontakt, keine Telefonnummer. Also das war's ja schon. Es ist ein Link, um Ihr Konto einzahlen. Wir verbessern jetzt das System und so ist es besser und schneller. Das hat ja gar keinen Bezug zu meinem Konto hier. Ja, ist ja schön, dass Sie da einen Link irgendwie verwenden, damit die Zahlung besser und schneller funktioniert. Aber was nützt mir das, wenn die Webseite, auf der ich Geld einzahlen soll, alles andere als seriös ist und schon absolut nach Alarm schreit? Weil auf der Webseite existiert wirklich nichts. Ich habe einfach eine weiße Seite, wo ich irgendwelche Zahlungsinformationen eingeben kann. Und das war's dann. Also da sind keine Informationen, bei wem ich jetzt das Geld einzahle. Da sind keine Informationen, was das für eine Firma ist. Da gibt's keine Telefonnummer, kein Impressum, keine Datenschutzhinweise. Das ist alles Pflicht in Deutschland. Und die haben einfach mal davon gar nichts. Überhaupt nichts. Kein Datenschutz, kein Impressum, nix. Tja, im Übrigen nicht mal AGB. Und da soll man jetzt sein Geld einzahlen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass der Geldeinzahlungsprozess hier in diesem Telefonat den größten Teil einnehmen wird. Und wir jede Menge verschiedene und seriöse Möglichkeiten durchzuprobieren, hier Geld einzuzahlen. Naja, machen wir mal weiter. Nein, keine. Sie sehen Ihr Geld auf Ihr Konto heute. In 50, 20 Minuten, nachdem Sie diesen Link machen. Okay. So, was muss ich jetzt drücken? Wählen Sie bitte Euro und klicken weiter oder fortfahren, kaufen. Hm.
So. Also ja, gehe ich jetzt. Und weiter Sie einfach schreiben benötigen Daten. Ah ja, ja. Hier trage ich jetzt meine Daten ein, genau. Hm? Aha. Dann mache ich das mal. So. Und dann nochmal meine Telefonnummer. Ja, Sie wählen Land und schreiben Telefonnummer ohne Code. Mhm. So, E-Mail-Adresse. Mhm. Dann nochmal Land. Ja. Dann die Stadt. Mhm. Dann die Straße. Postleitzahl und Region. So. Aha. Und jetzt soll ich hier die Zahlungsmethode auswählen. Ja, klicken Sie bitte, dort gibt es RP Payment. Und wählen Sie bitte RP Payment. Nee, hier ist Bankkontakt und Sofortbanking steht da drin. Mhm, also Sie benutzen und Visa und Mastercard, richtig? Ja. Wählen Sie bitte Karte und diese Karte, die ist besser für Sie. Na das, und was muss ich denn jetzt hier auswählen bei der Zahlungsmethode? Da habe ich ja jetzt hier Bahn-Kontakt und Sofort-Banking. Warten Sie bitte kurz. Hm. Also suchen Sie bitte, dort gibt es Kreditkarte und wählen Sie bitte Kreditkarte. Ne, eine Kreditkarte ist da nicht auswählbar. Gut, können Sie bitte ein Screenshot machen oder Foto machen und mir senden per E-Mail? Ja, kann ich probieren. Danke. Ja, da haben wir wieder einen Betrüger von der Sorte, der sich mit seiner eigenen Betrugsmasche nicht so richtig auskennt und jetzt braucht er einen Screenshot von seiner eigenen Seite, weil er nicht weiß, dass da so viele Fehlermeldungen auftauchen können. Wieder sehr interessant hier in dieser tollen, unfassbar seriösen Trading-Webseite, Firma, wie auch immer, oder wie man die nennen mag. Nö, kann ich nicht machen, weil jedes Mal dann das Feld wieder zugeht. Gut, also wenn dort gibt es keine Kreditkarte, wir können mit anderer Methode alles machen, mit unserem Partner MoonPay. Aha. Ich sende Ihnen per E-Mail noch einen Link, anderen Link, und ich auch bleibe an der Linie und helfe Ihnen bei jedem Schritt. Gut? Mhm. Oh. Die haben wir ja tatsächlich schon ganz lange nicht mehr gehört. Und zwar die Firma MoonPay. Die MoonPay ist ein amerikanisches Unternehmen, die so eine Art Krypto-Tauschbörse zur Verfügung stellt. Dazu benötigt man in der Regel einen Krypto-Wallet und ein Bankkonto. Das Krypto-Wallet sollte hier auf jeden Fall euch gehören und nicht irgendjemandem Fremden. Oder meinetwegen noch irgendeinem seriösen Online-Shop. Gibt es ja tatsächlich auch, dass man bei seriösen Firmen, wie unter anderem derzeit sogar bei Tesla, mit Bitcoin bezahlen kann. Oder bei anderen Firmen auch mit anderen Kryptowährungen. Das hat sich aber noch nicht so durchgesetzt. MoonPay kann man sich aber eben vorstellen wie eine Wechselstube, womit ihr mit eurer Bankkarte oder mit einer Kreditkarte Geld
auf MoonPay überweist und MoonPay überweist dann die entsprechende Bitcoin oder Helium oder Ethereum oder was es so gibt auf euer Krypto-Wallet. Das heißt, ihr kauft bei MoonPay die Kryptowährung ein. MoonPay geht auf den Markt, kauft diese Währung, sofern vorhanden, und transferiert die dann in euer Wallet, also in euer eigenes Portemonnaie. So, und der Betrug hier auf MoonPay läuft aber nun anders ab. Ihr sollt das Geld nicht auf euer Krypto-Wallet einzahlen oder bei irgendeinem seriösen Shop, sondern ihr sollt das Geld letztendlich auf deren Konto überweisen. Was dann damit passiert, das kann man sich, denke ich mal, ganz normal 1 und 1 zusammenrechnen. Ja, die haben dann die Kryptowährung und ihr nicht mehr. Und die können sich dann die Kryptowährung in ihre eigene Währung wieder irgendwo zurücktauschen. Zum Beispiel bei MoonPay. Kann man auch rückgängig machen, den ganzen Bums. Das heißt, sich das Geld wieder auszahlen lassen. Ja, und ihr habt dann davon nichts. Nachvollziehbar ist das Ganze auf gar keinen Fall. Denn Kryptowährungen sind extra dafür da, damit man sie eben nicht nachvollziehen kann. Kann man im weitesten, entferntesten Sinne so ein bisschen mit Bargeld vergleichen. Wenn ich euch allen 5 Euro gebe, kann man das nicht mehr nachweisen, dass ich euch allen 5 Euro gegeben habe. Und genauso ist es auch mit Kryptowährungen. Überweise ich euch allerdings das Geld mit PayPal oder ganz normal per Banküberweisung, dann ist es nachvollziehbar, wo das Geld hingegangen ist. Und das geht hier in diesem Fall nicht. Und genau das soll es auch so sein, damit man eben diese Betrüger nicht finden kann. Also tauscht man Geld in Kryptowährungen. Und schon ist die ganze Sache nicht mehr zurückverfolgbar. Ja, nur euch erzählen sie hier, ihr überweist das Geld auf euer Krypto-Wallet und auf euer Handelskonto und könnt dann damit handeln. Nur in Wahrheit machen sich die Betrüger dann entweder komplett aus dem Staub. Ja, oder die spielen euch halt eine Geschichte vor, dass euer Trading-Konto super am Wachsen ist oder vielleicht sogar gerade gecrashed ist oder wie auch immer und ihr sollt da nochmal Geld einzahlen, damit sie nochmal sich an euch bereichern können. Und im Grunde genommen können sie sich nur dann die nächste Variante vom Porsche kaufen. Aber ihr gewinnt dabei nichts, außer höchstens Erfahrung und, jede Menge Stress und Leid in der Familie. So sieht's eben aus. Allerdings ist es bei MoonPay mittlerweile so. MoonPay versucht sich von den Betrügern ein bisschen abzuheben und möchte sich eben seriöser darstellen, da MoonPay mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hat. Habe ich euch ja schon erzählt. MoonPay ist nichts anderes als eine Tauschbörse. Eine Wechselstube. Kennt man ja vielleicht auch aus dem Ausland, dass man Geld eben wechseln kann. Sowas gibt es zum Beispiel auch auf größeren deutschen Bahnhöfen hier in Deutschland. Dass man eben so Bankschalter hat, die sind meistens ultra krass gesichert mit richtig dicken Panzerglasscheiben. Da sitzen dann meistens 1, 2 Mitarbeiter dahinter und tauschen euch Geld in verschiedene Währungen. Damit ihr dann, wenn ihr ins Ausland fahrt, gleich das Geld eben in bar habt. Und im Ausland ist es meistens in der Nähe von Hotels, dass man eben Geld wechseln kann. Und MoonPay ist genau das, nur eben für Kryptowährungen. Ja. Und MoonPay weist mittlerweile darauf hin, dass man dort keine fremden Krypto-Wallets oder Wallet-Adressen angeben soll und dass es sich um Finanzbetrug handeln kann. Da MoonPay sicherlich die Schnauze voll hat von den Beschwerden, die da immer reintrudeln, weil die erste Anlaufstelle, die ihr dann habt, wenn ihr betrogen wurdet, ist jetzt in diesem Fall MoonPay, wenn ihr euer Geld dort versenkt habt. MoonPay kann aber nicht sagen, wo die Kohle hingegangen ist, weil Krypto-Wallet. Und ein Krypto-Wallet, da steht kein Name dran. An eurem Bankkonto steht schon ein Name dran. Und das ist eben der große Unterschied, warum die Kohle so schnell weg ist. Gut, warten Sie bitte kurz, ich sende Ihnen noch ein E-Mail. Alles klar. Ja, und hier haben wir wieder so einen unfassbaren Moment, wo man einfach nicht versteht, wie lange so ein Betrüger eigentlich einfach still ist am Telefon und überhaupt nichts sagt. Der hat jetzt hier ganze 4 Minuten und 45 Sekunden gebraucht, um eine E-Mail zu verschicken. Ich weiß wirklich nicht, was die da so lange machen jedes Mal am Telefon. Der lässt sich Zeit und verplempert die ganze Zeit eigentlich selber seine Zeit. Tja, wenn die Betrüger eben der Meinung sind, dass das so sein muss, ja, dann bitteschön. Ich meine, genau das haben wir hier auch eigentlich vor. Kommt er uns ja eigentlich auch nur zugute mit, dass er hier selber seine Zeit eigentlich mehr oder weniger vollkommen verplempert. Oh, gut, ich habe das gesendet. Können Sie bitte überprüfen? Hallo? Ja, warten Sie, ich gucke mal. Hallo? Ist noch nichts da.
Was man in diesem illegalen Callcenter aber auf jeden Fall zugutehalten, sollte. Die haben hier tatsächlich ihre Musik ausgemacht. Es ist im Hintergrund angenehm ruhig, beziehungsweise man hört nur die anderen Idioten, die da die anderen Leute abzocken. Geklatsche und Gekreische hört man hier auch nicht so wirklich. Also mir ist zumindest bis jetzt noch nichts über die Ohren gekommen. Spricht auf jeden Fall dafür, dass die versuchen, seriös zu sein. Aber unterm Strich sind sie es dann doch wieder nicht. Es ist nichts anderes als alle anderen Betrüger-Callcenter. Ich meine, man merkt es ja auch in der Intelligenz von diesem Mitarbeiter hier. Und auch die Zeiten, wo hier einfach nicht gesprochen wird, die sind so dermaßen Wahnsinn, das kann ja gar nicht mehr lukrativ sein. Aber umso besser. Umso besser für alle Opfer, die Opfer werden würden könnten. Also die kann er zumindest nicht bescheißen und ich hoffe, dass das ganze Callcenter genau so arbeitet, weil dann werden die keinen Erfolg damit haben. Es ist mit der ersten E-Mail von Jan Kim. Nö, ist noch nicht angekommen. Gut, ich sende jetzt noch einmal. Ja. Wie lange der zum E-Mails versenden braucht, ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe das gesendet noch einmal. Können Sie bitte überprüfen? Es ist ein E-Mail von Jan Kim, der heißt MoonPay Transaktion. Ich habe jetzt hier was mit Login bekommen. Ja, ich habe zweimal gesendet. Erste mit meinem ersten E-Mail mit Login und zweite noch einmal. Neue E-Mail. Na, also. Also, was ich jetzt bekommen habe, ist Kontoaktivierung mit einem Passwort. Ja, und zusammen mit diesem E-Mail geht zweite mit Link und mit gelbe Code. Können Sie bitte unten scrollen, dort soll sein. Oder ich habe noch einmal gesendet, wie ein neues E-Mail. Der heißt MoonPay Transaktion. Mal gucken. Ja, so eine weitere E-Mail habe ich jetzt noch nicht. Können Sie bitte aktualisieren, diese Seite? Ja, ja. Haben Sie? Kontoaktivierung. Öffnen Sie bitte diese E-Mail, Kontoaktivierung, und scrollen Sie bitte unten. Dort soll noch ein E-Mail sein. Das ist nur erstens Anmeldung, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, und dann war es schon. Gut, ich sende noch einmal. Ja. Also der Hintergrundgeräuschepegel da bei denen im Callcenter. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also die Kollegen, die sind ja teilweise viel, viel lauter als er selber jetzt hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, was die jedes Mal für Headsets benutzen, aber kann auch bloß wieder eins von Aldi gewesen sein. Ich meine, am Anfang war ja die Musik auch so furchtbar laut. Weiß ich nicht. Naja, lassen wir mal weiter betrügen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier wieder für die nächste E-Mail auch wieder eine halbe Ewigkeit. Ich habe das noch zweimal gesendet, also ich denke, dass Sie bekommen jetzt. Ja, dann mache ich doch mal auf. Mhm. Ah ja, jetzt habe ich nochmal eine Mail bekommen. Ja. Von Jan Kim, MoonPay Transaktion. Ja, das lädt noch.
Ja, also nur noch mal zur Erinnerung, da das Ganze jetzt ja schon wieder eine Ewigkeit so vor sich hin dödelt. Wir suchen immer noch nach der, ja, nach der E-Mail-Geschichte wegen MoonPay, damit wir hier irgendwie bezahlen können. Ja, also nicht nur das, er hat es hier wahnsinnig in die Länge zieht. Ich helfe ja auch noch mit dabei und stelle mich halt eben, ja, entsprechend dumm, dass es besonders lange dauert und meine E-Mails hier angeblich wahnsinnig lange dauern, bis sie ankommen. Naja, aber so können wir denen auf jeden Fall jede Menge Zeit klauen, denn er glaubt die ganze Geschichte auch und macht da schön mit. Und naja, er unterstützt das Ganze ja auch noch selbst die ganze Zeit, indem er irgendwie selber die ganze Zeit seine Klappe hält und nichts sagt und das ganze Gespräch irgendwie selbst komplett in die Länge zieht. Naja, aber wenn er der Meinung ist, dass er so Geld verdienen will, naja, dann lassen wir mal weitermachen, ne? Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter mit ihm. Und das wird ja auch nicht die einzigste Einzahlungsmethode bleiben, die wir hier versuchen werden. Also wir sind ja schon bei der zweiten, aber naja, ihr kennt mich ja, die klappt hier ganz bestimmt auch nicht. Und meine E-Mails, die dauern halt eben so ihre Zeit, ne? Also unter 10 Minuten kommt ja keine E-Mail an, ist ja ganz klar. So, jetzt sehe ich was. Ja. Hier ist der Link, MoonPay. Richtig. Dann gehe ich da mal drauf. Und dann, dann lädt jetzt die Seite erstmal. Ja, Sie öffnen diese Seite MoonPay. So, jetzt steht ja Bitcoin kaufen. Richtig. Also, dort gibt es zwei Felder. Im ersten ist geschrieben Bitcoin, BTC Bitcoin. Und zwischen diesen zwei Feldern rechts ist geschrieben BTC zu Euro oder BTC zu USD. Was ist dort geschrieben? Euro. Gut. Dann schreiben Sie bitte Ihr Betrag 250 Euro. Ich glaube, wir haben hier gerade eine ganz neue Art von Klingel gehört, wenn man hier Leute beschissen hat. Das war mal auf jeden Fall mal ein ganz neues Klingeln. Haben wir so hier noch keinem Video gehabt. Habe ich auch woanders noch nicht gehört. Denn es ist hier ganz, ganz klar im Hintergrund schön laut geläutet. Vielleicht haben sie auch irgendein Tagesziel erreicht. Könnte natürlich auch sein, dass man dann irgendwelche Tagesziele anläutet, wenn man ja eine bestimmte Summe voll hat. Vielleicht arbeiten die halt ein bisschen anders als die meisten Betrüger. Könnte ja auch noch so eine Möglichkeit sein. Ja, habe ich reingeschrieben, ja. Gut. Und dann? Was mache Hallo? denn? Also soll ich jetzt darauf weitergehen? Hallo? Ja. Hören Sie mich nicht mehr? Hallo? 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 Ja. Ja, oh, ich höre Sie. Ja, ich Sie auch. Gut, also im ersten Feld ist BTC Bitcoin, Zwischenfelder ist BTC zu Euro und weiter Betrag 250, richtig? Ja, genau, das habe ich da jetzt drin. Gut, klicken Sie bitte fortfahren. Ja. Und dann? Und Sie sehen jetzt ein Feld, wo es geschrieben ist, gib deine Wallet-Adresse für BTC ein, richtig? Ja, genau. Also in meinem Brief, wo war dieser Link, dort gibt es eine lange gelbe Code. Es ist diese BTC Wallet. Können Sie bitte das einfach kopieren und einfügen? Ah ja, lange Nummer aus der E-Mail. Ja, es ist gelbe, beginnt mit 1K und endet mit X. Ah ja, genau hier. Und die soll ich da jetzt reintippen? Ja. Einfach kopieren und einfügen. Ja, Moment. So, und dann? Klicken Sie bitte fortfahren. Ja, jetzt muss ich hier meine E-Mail-Adresse eingeben. Richtig, Sie jetzt bestätigen Ihre E-Mail-Adresse, Sie schreiben Ihre E-Mail-Adresse und bekommen
einen Code von Moonpay per E-Mail und schreiben diese Code. Mhm. Also muss ich jetzt erstmal warten, bis die E-Mail da ist. Ja, Sie einfach schreiben Ihre E-Mail-Adresse, klicken OK oder weiter und warten auf E-Mail von Moonpay. Okay. Ah ja, genau. Und jetzt habe ich hier so eine sechsstellige Nummer bekommen. Ja, gut. Und Sie schreiben Sie bitte diese Code in Moonpay. Mhm. So, habe ich eingegeben, ja, und dann? Klicken Sie bitte, ich stimme bla bla bla. Aha. Und klicken Sie bitte weiter oder fortfahren. Ja. Gut, was sehen Sie jetzt? Jetzt kann ich da so Daten auswählen, also Visa. Mhm, gut. Und, soll ich da jetzt so eine Visa-Karte auswählen? Es ist egal, welche Sie mir wählen wollen. Okay, dann nehme ich da die Visa-Karte. Gut. Eins muss man diesem komischen Betrüger hier auf jeden Fall erstmal lassen. Der hat die Ruhe weg, ne? Und lässt sich jede Menge Zeit. Ja. Ich meine, ich finde, der ist auch selber ein bisschen lahmarschig und kommt irgendwie nicht aus dem Knick. So, und jedes Mal, wenn ich nichts sage, dann wartet er auch die Zeit schön brav ab und sagt die ganze Zeit auch nichts. Also der fragt sogar kaum nach, ob man noch irgendwie am Telefon ist oder so. Das interessiert ihn einfach gar nicht. Sicherlich macht ihm sein Job nicht besonders viel Spaß, denn viel Elan bringt er hier nicht an den Tag. Ja, habe ich eingegeben. Gut, was sehen Sie jetzt? Jetzt gehe ich hier auf Weiter. Jetzt lädt hier was. So, jetzt steht hier erfolgreich. Was steht? Erfolgreich. Mhm, gut. Hat das jetzt geklappt? Und Sie haben keine Daten von Ihrer Bankkarte gegeben? Doch, die habe ich eingetragen hier. Also ich habe da natürlich überhaupt nichts eingetragen und warte eigentlich nur darauf, wie es weitergeht, was wir jetzt noch so Schönes machen und wie wir weiter seine Zeit verplempern können. Das ist ja logisch, dass wir da nicht in Ernst Geld einzahlen. Ich hoffe, dass ihr das natürlich auch nicht tut, denn wer da sein Geld einzahlt, ist sein Geld dann los und kriegt dann nichts wieder. Profite gibt's auf dieser Webseite auf gar keinen Fall. Können Sie bitte einen Screenshot machen und mir senden? Ja. So, dann so muss ich das abspeichern. So, dann antworte ich da einfach auf Ihre E-Mail, ja? Ja, richtig. So, dann ach, jetzt lädt es hier wieder. So, jetzt füge ich den Screenshot mit dabei, der wird gerade hochgeladen und dann da unten senden und Nachricht wird gesendet und ist verschickt, ja. Habe ich jetzt gesendet. Super, ich überprüfe jetzt. Gut, warten Sie bitte kurz. Ja. Soll ich nochmal senden, oder? Können Sie bitte ja noch einmal senden, weil ich sehe nur eine bunte Bild ohne nur einige. Also ich sehe nichts. Wie meinen Sie das? Viele kleine bunte Punkte. Nur dann. Rote, grüne, gelbe Punkte. Keine Ahnung, also ich habe einen ganz normalen Screenshot gemacht.
Ja, in der Tat. Ich habe tatsächlich einen ganz normalen Screenshot gemacht. Ja, und dann bin ich einfach hier in das Bild reingegangen mit dem Texteditor. Das heißt, ich habe das Bild mit einem ganz normalen Editor geöffnet, also der Texteditor von Microsoft. Ja, und habe dann einfach ein bisschen Code rausgelöscht. Da reicht ganz wenig, da muss man nicht viel löschen. Das sind nur ein paar Zahlen und oder ein paar Zeichen zwischendrin. Und schon habt ihr ein komplett zerstörtes Foto, was ganz viele Bildfehler enthält und man das eigentliche Foto gar nicht mehr erkennen kann. Das reicht, wenn man aus einem ganz normalen Bild einfach ja, ein bisschen Informationen entfernt. Und schon habt ihr eine defekte Bilddatei, die sich öffnen lässt und irgendeinen Scheiß anzeigt. Tja. Und genau das hat er von mir zugesendet bekommen, denn ich habe ja nichts zum Vorweisen. Also muss man irgendwie, ja, sich was einfallen lassen. Ja, und so halten wir den halt noch eine ganze Weile hin. Also das Gespräch ist ja hier gerade mal nur einen ganz kleinen Teil um. Es geht aber noch sehr, sehr, sehr viel länger. Hm. Mann, ich mach noch. Ich schick noch mal. Gut, danke. So, ich wähle die Datei nochmal aus, dann wird das nochmal hochgeladen. Mhm. Sie benutzen Computer, richtig? Ja, genau. Mhm, gut. So. Dann sende ich jetzt nochmal. So, haben Sie bekommen? Ich überprüfe jetzt noch nicht. Noch nicht. Hm. Ich aktualisiere jetzt mein. Ja. Jetzt piept das wieder bei Ihnen so im Telefon. Oh, noch einmal bitte? Bei Ihnen quietscht das immer so im Telefon. Nein. Oh, ich habe bekommen, warten Sie bitte kurz. Ja. Ich habe bekommen dasselbe Bild mit vielen bunten Punkten. Gut, so, können Sie bitte eine. Warten Sie bitte kurz. Mhm. Ich verstehe nicht. Können Sie, wissen Sie, ein Programm AnyDesk? Was ist das? Es ist ein Programm, mit dem ich kann sehen, was machen Sie und verstehe, was machen Sie und per Telefon sprechen. Mhm. Können Sie bitte dieses Programm installieren? Ja, wo bekomme ich das her? Ich kann Ihnen senden einen Link auch. Okay. Mhm. Warten Sie bitte kurz. Mhm. Ja, und hier haben wir wieder einen super Beweis dafür, dass das ein Betrüger-Callcenter ist. Ich meine, wir haben ja schon genug Beweise eigentlich, ganz genau, streng genommen. Ja, aber spätestens, wenn die Firma am anderen Ende des Telefons AnyDesk vorkramt, dann kann man sich sicher sein, dass es ein Betrugs-Callcenter ist. Denn kein seriöses Unternehmen würde sich mit AnyDesk auf euren PC verbinden wollen. Denn warum auch? Es ist euer privater Bereich, euer privater Computer. Heißt ja nicht umsonst PC, Personal Computer. Tja, aber die Betrüger wollen jedes Mal gerne auf euren Rechner. In dem Fall hier sicherlich nicht, um den Rechner leer zu rauben. Da haben die gar keine Ahnung von hier in dem Callcenter, dem Anschein nach. Aber dieser Betrüger, der kommt halt so nicht weiter, also will er es gerne mit AnyDesk probieren. Naja, dann schauen wir mal, wie weit wir das Ganze hier mit AnyDesk noch herauszögern können. Denn AnyDesk, naja, da kann man ja auch eine ganze Menge Scheiße erstmal erzählen, was alles nicht funktioniert. Und die Betrüger glauben das halt einfach. Ja, ich habe das gesendet, können Sie bitte überprüfen? Mhm, dann gehe ich nochmal in meine E-Mails. Mhm. So. Nee, ist noch nichts angekommen. So, warten Sie bitte kurz. Mhm. Haben Sie bekommen? Warten Sie, ich aktualisiere nochmal. Mhm. So, das lädt erstmal. Nee, ist noch nichts da. Also, gut. Können Sie einfach bitte Ihr Suchsystem öffnen?
Google oder welche Sie benutzen. Dann mache ich mal Google auf, ja. Mhm. Und ich buchstabiere. Ja. Schreiben Sie bitte A wie Anton. Mhm. N wie Nordpol. Ja. Y. D wie Dora. Ja. E wie Emil. S wie Samuel. Ja. K wie Kaufmann. Ja. Anydesk. Und jetzt suchen Sie bitte. Ah ja, dann drücke ich jetzt Enter. Ja. So. Genau, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Und öffnen Sie bitte erste Webseite. Ja. Ah ja, genau, so eine abtrikotfarbene Seite. Aha. Ja, und wo klicke ich da jetzt drauf? Also, dort gibt es große grüne Taste, Download now oder installieren jetzt. Ja. Klicken Sie bitte diese Taste und installieren Sie bitte dieses Programm. Ah ja, okay. So, jetzt lädt er was runter. So. Ah ja, genau. Und jetzt muss ich das installieren. Ja, richtig. So, das lädt jetzt hier wieder. So, wenn Sie installieren, öffnen Sie bitte dieses Programm. Ja, warten Sie. Ich muss erst mal fertig installieren. Hier dreht sich jetzt so ein Kreisel. So, ja, jetzt steht da inkompatible Betriebssystemversion. Klicken Sie bitte OK oder weiter. Wie bitte? Haben Sie geöffnet dieses Programm? Na, ich habe das jetzt aufmachen wollen, ja, und dann steht da inkompatible Betriebssystemversion. Sie können das einfach schließen. Okay. Ja, aber dann ist das Programm ja noch nicht installiert. Also, können Sie bitte noch einmal probieren? Ja, also ich soll es nochmal installieren dann, also die Datei nochmal aufmachen. Ja, gut. Warten Sie, mache ich gleich nochmal. So, jetzt rödelt hier wieder so ein Kreis. Ja, und jetzt kommt hier wieder die Fehlermeldung mit inkompatible Betriebssystemversion. Warten Sie wieder kurz. Ja. Ist ganz schön kompliziert bei Ihnen. Warten Sie bitte kurz, vielleicht, ich habe noch eine Idee. Tja, na da bin ich ja mal gespannt, was der noch so für Ideen hat, um hier noch weiterzumachen. Er glaubt scheinbar immer noch, dass er hier irgendwie Geld rausschlagen kann aus dem ganzen Ding hier. Und dass er hier ein leichtes Opfer gefunden hat, was blöd genug ist, hier diese ganze Geschichte mitzumachen. Ich denke mal, das wird auch der einzigste Grund sein, warum der Typ hier immer noch am Telefon ist. Das ist ja eigentlich ist es schon quasi unglaubwürdig, was ja so passiert, da wir jetzt hier schon so lange am Telefon sind und, naja, ich kriege ja nichts hin, was er von mir eigentlich will. Im Grunde genommen tue ich ja nur naiv und doof, als könnte ich das alles nicht, was er mir hier sagt und als hätte ich keine Ahnung. Und der glaubt es und frisst das Ganze hier auch ohne Probleme und macht die ganze Zeit weiter und denkt, er könnte hier noch irgendwie ein Geschäft rausschlagen. Tja, da denkt er wohl falsch. Übrigens wäre jetzt der Moment, um euch mal darauf hinzuweisen, wer noch kein Abo abgeschlossen hat. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn auch du jetzt den Kanal abonnierst. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst du auch keine weiteren Videos mehr. Denn in der Regel gibt es hier jeden Tag ein neues Video. Montag bis Freitag immer ein ganz neues Abzockervideo. Samstags momentan immer eine Kakerlakenparty und sonntags momentan immer ein Infovideo mit einem Haufen neuer Informationen über Telefonbetrug. Vergiss natürlich auch nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Video gefällt. Und nun machen wir weiter mit dem Video.
Sagen Sie bitte, welche Fehler dort gibt es? Na, da steht der Fehler inkompatible Betriebssystemversion. Mhm, gut. Und was können Sie klicken? Na, ich kann nur auf OK drücken und dann geht das Fenster zu. Klicken Sie bitte OK. Ja, dann ist wieder weg. Warten Sie bitte kurz. Ach ja, wie oft man bei dem Typen hier mal kurz warten soll, ist schon Wahnsinn. Also die Wartezeit ist hier wirklich abnormal, was ich euch hier rausschneide. Im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Inkompatible Betriebssystemversionen. Tja, damit wird er wahrscheinlich ganz einfach schon überfordert sein. Naja, bedeutet aber so viel, dass mein Betriebssystem wahrscheinlich einfach nur nicht passt zu dem, was ich da runterlade. Vielleicht, weil er mein Computer zu alt ist und ich noch ein XP oder noch ein älteres Modell an Shortkiste rumstehen habe und damit jetzt die ganze Zeit versuche, da irgendwie dieses AnyDesk zu installieren. Ja, und das funktioniert logischerweise nicht und dann steht da inkompatible Betriebssystemversion, weil letztendlich einfach das Betriebssystem nicht zu dem passt, was ich damit vorhabe. Also, schlussendlich, ich kann das Ganze hier nicht umsetzen, was er vorhat, und ich kann AnyDesk nicht installieren. Das heißt, wir könnten doch AnyDesk jetzt eigentlich vergessen die ganze Zeit, weil ich sag's ihm doch, es geht nicht. Naja, aber er wird da noch jemanden im Hintergrund haben, wo er die ganze Zeit Fragen stellen kann. Denn, ja, er ist ja ständig ewig weg und ständig ist ewig Ruhe am Telefon. Ja, in der Zeit wird der ständig immer wieder irgendwas nachfragen, weil er selber gar nicht weiter weiß. Und das ist immer der Vorteil an diesen Betrüger-Callcentern. Tja, man kostet denen doppelt Geld, weil die meistens immer zwei Personen beschäftigen. Also, gut. Sagen Sie bitte, können Sie jetzt Ihr Handy benutzen und alles mit Handy machen? Ja, kann ich probieren. Gut, also sagen Sie bitte, benutzen Sie iPhone oder Android? Ich habe ein iPhone. iPhone, super. So, können Sie bitte App Store öffnen? Ja. Habe ich auch. Gut, und schreiben Sie bitte dort auch AnyDesk. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. K wie Kaufmann. Ja. Gut. So, finden Sie bitte. Guck ich mal. Jetzt kriege ich ja eine SMS von meinem Internetanbieter, dass mein Datenvolumen leer ist. Ja, hier musste ich mir natürlich jetzt irgendwas einfallen lassen, dass AnyDesk auf meinem iPhone nicht installiert werden kann. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob AnyDesk überhaupt auf einem iPhone so richtig funktioniert. Da kann man doch überhaupt nichts aus der Ferne bedienen dann. Also bin ich jetzt der Meinung, ich kann da auch falsch liegen. Ich habe noch nie so eine Software auf meinem Handy gehabt. Also wenn ich, also TeamViewer hatte ich schon drauf, das nutze ich aber eher mal andersrum. Das heißt, dass ich mit meinem Handy aus der Ferne auf irgendeinen PC zugreifen kann. Das funktioniert. Andersrum bin ich mir da jetzt nicht sicher, ob man mit AnyDesk auch das iPhone sehen bzw. auch bedienen könnte. Sehen vielleicht noch ja, bedienen glaube ich fast nein. Das ist dann wieder so eine Apple-typische Sache, weil die sperren halt gerne alles, aus Sicherheitsgründen logischerweise. Grundsätzlich nochmal, ihr kennt es schon, die meisten von euch, aber es kommen ja immer mal wieder neue dazu, benutzt kein AnyDesk, kein TeamViewer und kein VNC und was es da alles für Remote-Desktop-Software gibt. Mit solcher Software kann man auf eure Geräte zugreifen. Auf jeden Fall auf einem Android-Telefon oder auch auf einem Mac-Rechner oder auf einem Windows-PC, auch auf einem Linux-Rechner. Man kann euren Rechner dann komplett fernsteuern und man hat auch die Möglichkeit, euren Bildschirm abzuschalten, dass ihr nichts mehr seht. Und in der Zeit kann man ganz schnell ganz viele Daten von eurem Rechner runterladen, Passwörter ändern, ja, und dann habt ihr den Salat. Dann können sie euch erst recht erpressen, dass ihr Geld bezahlen müsst. Und da überweisen dann die meisten schon eher noch Geld als bei so einem plumpen Betrugsversuch. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, ladet euch kein AnyDesk, kein TeamViewer, kein VNC und was es da so alles gibt, nicht runter auf euren PC, nur für euch privat, wenn ihr es privat nutzt. Dann kann man auch AnyDesk nutzen. Die Programme an sich sind selbst alle nicht schlecht. Naja, aber sie sind gefährlich, wenn man sie falsch einsetzt. Wenn man Familie helfen möchte, beispielsweise den Eltern, die kommen mit irgendeinem Schreibprogramm nicht klar oder keine Ahnung, dann könnt ihr euren Eltern helfen oder vielleicht auch untereinander mit Freunden umgekehrt.
Man muss sich aber immer vorher ganz genau bewusst sein, mit wem man das Ganze macht, ob man dieser Person vertraut. Weil letztendlich lasst ihr die Leute auf euren privaten Computer. Das ist somit der privateste Ort, den man hat. Wer weiß, was ihr da so alles drauf gespeichert habt, ihr kleinen Schlingel. Ne? Und da will man nicht unbedingt, dass die sexy Fotos von der Freundin oder was man da sonst noch so alles für Schniedelbilder drauf hat, dass die in der ganzen Welt rumgeschickt werden und ihr damit erpresst werdet. Das kann da unterm Strich mit passieren, wenn ihr fremde Leute an euren Rechner lasst. Das kann sogar passieren, wenn ihr die Leute gar nicht freiwillig auf euren Rechner lasst. Dafür gibt es noch genug andere Software, um irgendwie die Daten von eurem Computer zu klauen, um euch dann zu erpressen. Mit AnyDesk ist es aber noch einfacher und ihr seid quasi selbst schuld. Also, tja, blöd gelaufen dann in dem Fall. Und von daher, Finger weg von solcher Software, wenn ihr euch dann nicht wirklich mit auskennt und ihr der Person nicht vertraut, denen ihr diese Zugangsdaten gebt. Also in diesem Fall, es würde niemals irgendein legales, öffentliches, vernünftiges Unternehmen, wie zum Beispiel eine Bank, ja, die Zugangsdaten von eurem Rechner haben wollen, damit die sich da draufklinken können, um euren Desktop zu sehen. Warten Sie da kurz. Ja, gut. Und können Sie AnyDesk finden und installieren? Naja, das Problem ist, dass mein Datenvolumen leer ist. Das dauert dann ganz lange. Also ich lade es gerade schon runter, aber das ist halt bloß mit Edge. Also das ist ganz langsamer. Mit ganz gut, langsamer Internet. Gut, warten Sie wieder kurz. Gut, also, dann wir können ganz andere Weg gehen. Wir können einen Banküberweisung machen. Ja. Ja, nun sind wir beim nächsten Weg. Wie viele Wege wollen ihm eigentlich noch einfallen? Naja, Banküberweisung wäre jetzt so eigentlich der letzte. Aber ich habe euch ja zu Beginn verraten, das ganze Video geht hier 3 Stunden. 3 Stunden habe ich den am Telefon. Hier ist ganz viel rausgeschnitten, logisch, dadurch ist das Video nicht mehr ganz so lang. Aber ich spreche ja auch ganz viel für euch hier ein, damit man immer so ein paar Hinweise und meine Gedankengänge dazu hat. So kommen wir dann letztendlich wieder auf die 3 Stunden. Ja, aber der begreift irgendwie nicht, was wir mit ihm machen. Andere Betrüger haben hier schon lange aufgelegt oder hier wäre jetzt in der Regel Schluss bei den meisten Betrügern. Tja, und der zieht hier wirklich noch 2 volle Stunden durch. Also, ich brauche Ihre Daten. Es ist Foto. Ich sende jetzt auch per E-Mail. Was brauche ich? Ich habe das gesendet und ich sage das alles auch. Ich brauche Foto Ihres Personalausweises von beiden Seiten, die farbig sein müssen. Ja. Und der Name Ihrer Bank. Und Betrag. Betrag 250, richtig? Ja, genau. Hatten Sie ja gesagt. Ja, dann machen wir mal weiter in der Hinweissammlung, dass wir hier mit einer kriminellen Abzockerfirma zu tun haben. Euren Personalausweis, den schickt man nicht per E-Mail irgendwie durch die Gegend. Es gibt Firmen, wie zum Beispiel, leider, YouTube. Wenn man sich dafür das Monetarisieren freischalten lassen möchte, muss man auch seine Daten da per E-Mail hinschicken. Tja, aber da reden wir von einem riesengroßen Großkonzern, die auch Ahnung von dem haben, was sie da tun. Und Datenschutz und Datensicherheit, das werden die wohl im Griff haben. Natürlich, was den Datenschutz angeht und Anonymität, ist bei so einem Großkonzern natürlich auch völlig im Arsch. Ist ganz klar, wir sind ja alle gläsern. Aber die werden auf jeden Fall technische Maßnahmen haben, damit die E-Mails niemand abgreift und nicht irgendein Mitarbeiter einfach mal privat öffnen kann. Wir schicken aber hier an dieses Callcenter an eine selbst erstellte E-Mail von einer kleinen Firma, von einer kleinen Betrügerfirma. Zumindest schätzen wir das jetzt hier erstmal. Wie gesagt, eure Meinung müsst ihr euch ja hier immer selber bilden. Ja, da gibt es sowas wie Datenschutz nicht und einen Datenschutzbeauftragten schon erst recht nicht. Woher wisst ihr, dass der Mitarbeiter sich den Personalausweis nicht an seine eigene private E-Mail-Adresse nach Hause schickt? Und dann die Daten verkauft oder vielleicht sogar selber benutzt, um fleißig auf Amazon zu shoppen. Er kann mit eurem Personalausweis Kreditkarten teilweise beantragen. Nicht in Deutschland, aber im Ausland auf jeden Fall. Ja, und selbst wenn, man kann eine ganze Menge Scheiße damit machen. Kauf auf Rechnung und mit eurem Personalausweis und so weiter. Es gibt so viele Sachen. eBay-Betrug, Personalausweis,
wird dann einfach, er tut einfach, als wäre er ihr. Das heißt, er verkauft da irgendwas, was es nicht gibt, streicht sich die Kohle ein und schickt aber den Personalausweis von euch. Tja, und schon seid ihr die Täter, obwohl ihr damit überhaupt nichts zu tun habt oder davon irgendwas überhaupt nur wisst. Ja, und von dem her schickt niemals eure Personalausweise oder irgendwelche Ausweisdokumente, ja, einfach an irgendwelche E-Mail-Adressen, außer wenn es ein riesengroßer Großkonzern ist. Es gibt sichere Verfahren, wie zum Beispiel PostIdent. Es ist auch sicherer, noch teilweise auf einer Webseite was hochzuladen. Aber auch da weiß man nie, wer da am anderen Ende die Daten runterlädt. Webseiten müssen geschützt sein. Und wie man es bei Facebook immer mal wieder mitbekommt, Instagram, WhatsApp und was es so alles gibt, Sony, also von der PlayStation, die wurden alle schon mal irgendwie gehackt. Hat man jetzt von Google und YouTube so noch nicht gesehen, liegt aber auch sicherlich an der Größe des Konzerns und was da für Leute arbeiten. Das sind ja alles hochspezialisierte Informatiker und Programmierer, die da Ahnung von haben. Da als Hacker gegen anzukommen, dürfte sicherlich ein bisschen schwierig werden. Ja, aber alle anderen Firmen, und selbst wenn man das hat, es gibt immer Programmierlücken und immer Sicherheitslücken. Tja, und wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir reden hier mit einer seriösen Firma, dann liegen die Daten ja trotzdem bei dem auf dem Server. Und wer kann mir garantieren, dass sich da nie jemand einhackt und meine Daten klaut und die dann verkauft? Ist euer Personalausweis einmal als Lichtbildfoto unterwegs, dann ist der unterwegs. Auch wenn er dann erstmal auf dem Server pausiert, irgendwann könnte sich jemand einhacken und die Daten klauen. So wie es bei Facebook halt öfters mal passiert. Schwupps sind die Handynummern weg und man kriegt komische, dubiose SMS einfach zugeschickt, mit irgendwelchen komischen Namen drauf und man soll da was anklicken und ja, schon hat man den Salat. So läuft die ganze Geschichte halt. Und deswegen kann man immer nur wieder sagen, Finger weg vom Personalausweis verschicken. Genauso wie mit Anydesk. Gut, also senden Sie mir bitte per E-Mail Fotos Ihres Personalausweises von beiden Seiten. Können Sie das machen? Ja, muss ich erstmal eben ein Foto machen, dann hole ich mal meine Kamera. Gut. Und der Name Ihrer Bank. Und mit diesen Daten, ich verbreite alle Daten für Banküberweisung, sende Ihnen und Sie können eine ganz normale Banküberweisung in Ihr Online-Banking machen. Ja. Also vom Personalausweis brauchen wir ein Foto. Ja, von beiden Seiten. Mhm. Um alles ist in guter Qualität und ich kann alle Informationen lesen. Ja, dann warten Sie. Genau, dann einmal die Vorderseite. So, dann noch von der Rückseite. Ich mache ja natürlich nicht in Wirklichkeit irgendwelche Fotos, sondern tue die ganze Zeit einfach nur so, um das Gespräch möglichst lange hinauszuzögern. Und es scheint doch wunderbar mit diesem Menschen hier zu klappen. Tja, wobei Mensch, naja, was man von den Betrügern halt halten mag, ne? Ja, auf jeden Fall glaubt man hier die ganze Geschichte. Tja, und ich mache nichts anderes als nebenbei den Haushalt. Geschirrspüler ausräumen, Wäsche waschen, Wäsche bügeln, Wäsche zusammenlegen, tja. Und so kann man halt eben auch 3 Stunden überbrücken und hält den Quatsch eigentlich auch aus. Und in diesem Gespräch hier, es passiert zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes und eigentlich gibt es auch kaum ja irgendwo Ansatzpunkte, wo man hier groß was erklären kann, weil letztendlich halte ich den Betrüger ja nur hin. Es ist ja nichts anderes als ewig lange hinhalten, was ich hier mit ihm mache. Tja, aber es funktioniert, ne? So, und was brauchen Sie noch? Foto, Personalausweis von beiden Seiten und der Name Ihrer Bank. Ah ja, das schreibe ich Ihnen dann in die E-Mail rein. Gut. So. Ja, genau. So, jetzt habe ich das erstmal auf dem Computer. So, dann, ach, jetzt hat sich hier mein E-Mail-Postfach ausgelockt. Da muss ich mich da eben mal einloggen. Gut, ich warte. So, Username und Passwort. So,
lädt es hier. Ja, genau, dann gehe ich da auf Ihre letzte E-Mail auf Antworten. Ja, gut. So, und dann muss ich noch die Bilder mit anhängen. Jetzt steht hier, die ausgewählte Datei ist zu groß. Was ist zu groß? Die ausgewählte Datei ist zu groß. Also das Foto ist zu groß. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also können Sie dann zuerst ein Foto senden und dann mit anderer E-Mail das zweite Foto. Ja, warten Sie, dann wähle ich nur ein Foto aus. Gut. Nee, jetzt sagt er, hier ist auch zu groß, das Bild. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also wenn man hier mal mitzählen würde, wie oft der Typ hier am Telefon sagt, warten Sie bitte kurz. Tja, der muss wirklich eine ganze Menge Zeit haben, weil eine Stunde haben wir schon rum. Und er sagt immer noch, warten Sie bitte kurz, warten Sie bitte kurz, warten Sie bitte kurz. Tja, muss ihm Spaß machen, sein Job. Können Sie bitte diese Foto auf Handy öffnen, machen Screenshot von diesem Foto und dieses Screenshot mir senden. Es soll kleiner sein. Na, ich habe das jetzt mit der Digitalkamera gemacht. Mit wem? Mit der Digitalkamera von mir. Gut. Also, hab ich nicht auf dem Handy gemacht. Gut. Warten Sie bitte kurz. Ich denke noch. Ja, da sollen wir schon wieder warten. Er denkt noch. Tja, seine Denkprozesse dauern aber jedes Mal ziemlich lange. Das ist schon absolut Wahnsinn, was wir hier rausgeschnitten haben, bis jetzt schon in dem ganzen Gespräch. Ich weiß nicht, wie gierig kann man eigentlich sein nach Geld, dass der so lange am Telefon bleibt? Das weiß ich nicht. Also das kann man doch mit nichts mehr rechtfertigen, was der hier eigentlich tut die ganze Zeit. Er wartet und wartet und wartet und wartet und sagt ja auch ständig noch, warten Sie bitte kurz. Ich weiß nicht, wie viel man da noch kurz warten soll und was er sich von dem ganzen Gespräch eigentlich erhofft. Der muss wirklich denken, dass ich doof bin und ihm noch Geld überweisen werde. Also, so viel Gier kann man echt nicht haben. Oder ist der neu? Aber so neu hört er sich auch nicht an. Fragen über Fragen, nur Antworten wird es da kaum welche geben. Aber ich kann Ihnen ja schon mal den Namen der Bank schicken. Ja, senden mir jetzt bitte einfach Name von Ihrer Bank und ich denke, wie mit Foto machen. Ja, genau. So, dann habe ich schon mal den Namen der Bank geschickt. Gut, ich habe noch nicht bekommen, aber ich warte. Ja, senden dauert ja manchmal so ein bisschen und bei mir ist das auch nicht so schnell. So, jetzt steht bei mir, die Nachricht wurde gesendet. Ja, ich habe das bekommen. Landesbank Berlin. Ja, genau. Super. Also, können Sie bitte dieses Foto als PDF-File senden? Ach Gott, wie mache ich denn jetzt noch ein PDF? Das müssen Sie mir erklären. Warten Sie wieder kurz. Ja. Oder können Sie bitte Foto auf Handy machen? Also soll ich nochmal alles fotografieren? Gut, aber auf Handy ist es nicht so große Foto und Sie können das einfach senden. Dann mache ich das nochmal mit dem Handy. Gut, danke. Na, wenn der wüsste, was die heutigen Handykameras für eine Bildauflösung haben und man teilweise mit einem Handyfoto schon 12 MB haben kann oder sogar größer, es kommt halt einfach aufs Handy an und welche Kamera man ausgewählt hat und wie hoch die Qualität eingestellt ist. Wenn ich mir jetzt mal ein iPhone 12 hinpacke, die Dinger machen wahnsinnig große Bilder.
Tja, per E-Mail kann man die zwar noch verschicken, aber zwei Bilder davon wird schon teilweise grenzwertig. Deswegen hat man heute in diesen modernen Postfächern, die bei den Handys schon so inkludiert sind, also bei Apple zum Beispiel, wird man automatisch gefragt, ob man das Bild nicht gleich runter reduzieren will, wenn man das da einfügt, in klein, mittel und groß. Ja, damit dann, wenn man halt mehrere Bilddateien verschickt, dass die dann halt eben auch überhaupt noch ankommen. Weil die meisten E-Mail-Postfächer können maximal 25 Megabyte verarbeiten. Und das auch nur in einer Geschwindigkeit, ja, die wir heute so nicht mehr gewohnt sind. Natürlich im ländlicheren Raum, wenn man die Internetgeschwindigkeiten mal begutachtet, was da so für Geschwindigkeiten noch sind, ist gruselig. Und so kann man sich das eben auch vorstellen, wenn man sehr, sehr große E-Mails verschickt. Dauert wahnsinnig lange und da kommt es nicht auf die Geschwindigkeit von eurem Postfach an, also doch schon vom Postfach, nur nicht von eurer Internetverbindung, da ist egal, wie schnell die ist. Das Postfach braucht dafür einfach sehr, sehr lange, wenn man sehr, sehr große Bilddateien verschicken will. Also den Personalausweis nochmal von vorne und von hinten, ja? Ja, richtig. Ja. Danke. Ja, dann habe ich den von vorne nochmal fotografiert. So, dann mache ich gleich noch ein Bild von hinten. So. Also den Personalausweis habe ich jetzt von vorne und von hinten fotografiert. Und was brauchen Sie noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Das alles. Nur ein Foto von Ihrem Personalausweis von beiden Seiten. Ah ja, okay. Dann, so, dann muss ich mal gucken mit E-Mail, weil das habe ich vom Handy, habe ich das noch gar nicht gemacht. Ach, hier habe ich gar nicht die Login-Daten drin von dem E-Mail-Postfach. Muss ich erst mal gucken. Ah, ja, alles in Ordnung. Ich warte. So. Eine E-Mail-Adresse erstmal eingeben. So, dann das Passwort. Jetzt sagt er mir hier Passwort falsch. Muss ich mal nochmal überlegen, wie das Passwort war. Weil auf dem Computer ist das ja immer alles eingespeichert. Gut. Nee, also das Passwort, das fällt mir nicht mehr ein. Was muss ich jetzt machen? Weil vom Handy weiß ich jetzt nicht, wie das Passwort ist. So, warten Sie bitte kurz, wie ich denke. Ja, unsere Blitzbirne versucht wieder zu denken. Was dabei wohl rauskommt, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Viel weiter wird er mit seinem Gespräch hier nicht kommen. Denn er gibt ja auch kaum Anweisungen, versucht es nur ganz langsam, gibt sich selber irgendwie überhaupt gar keine Mühe. Und naja, ich soll da jetzt als unwissender Kunde irgendwie durchblicken und das Ganze irgendwie kapieren, was der von mir will. Tja, nur leider wird das nicht passieren. Wir werden noch viel mehr Zeit von ihm verschwenden. Sind Sie noch da? Ja, warten Sie bitte kurz. Ich habe Zeit. Warten Sie bitte kurz. Sie können mit unserer technischen Abteilung sprechen. Der wird Ihnen vielleicht besser helfen. Gut? Warten Sie bitte kurz. Ja, meinetwegen. Der heißt Eddie Kirsch. Und. Er heißt Eddie Kirsch und. Ja, weiter. Was will er mir denn jetzt eigentlich ganz genau damit erzählen? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt hier verstanden, ich werde jetzt weitergereicht an den Nächsten, weil er jetzt hier nach über einer Stunde nicht mehr mit mir weiter weiß. Also muss der Nächste her. Tja. Und das Witzige ist, der Andy Kirsch, von dem kamen doch hier die ganze Zeit schon irgendwie die Nachrichten. Sehr, sehr seltsam. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Eddie Kirsch. Eine Sekunde bitte, jetzt ich versuche dich helfen. Einen Moment. Ja. Okay, dann, Sie haben versucht, Ihre Foto anzuschicken, aber es war nicht erfolgreich, weil es ist zu groß, ja? Ja, genau.
Okay, dann in diesem Fall, wir können es ein bisschen minimisieren. Es gibt an die, im Internet einige Websites, wir können sie ihre Image kompressen. Also Sie können schreiben, das Kompress JPEG. Warten Sie, dann die Google-Suche. Muss ich mein Internet nochmal aufmachen? Jetzt waren wir ja am Handy. Sie können es machen an Ihre Computer. Wo haben Sie diese Fotos, also diese großen Fotos? Ja, genau. Ja, jetzt startet erstmal Internet. Kleinen Moment. Ja, okay. So, soll ich denn jetzt Google aufmachen, oder? Ja, also Sie können das Google einmachen und da Sie können schreiben Compress JPEG. Ich kann das buchstabieren. Ja, wie schreibt man das? Also es ist C wie Cäsar, O wie Otto, M wie Marta, ja. Dann P wie Paula, Dann R wie Richard, ja. Dann E wie Emil, Dann S wie Samuel, Nochmal S wie Samuel, ja. Dann Leertaste, ja. Dann G Jet wie Johann, ja. Dann P wie Paula, Dann E wie Emil, ja. Und dann G wie Gustav. Okay. Es ist Compressed JPEG. Öffnen Sie es bitte. Schon echt beeindruckend, was die Typen sich hier alles einfallen lassen, da sie jetzt anders an mein Geld nicht gekommen sind. Also wir versuchen jetzt hier immer noch seit einer halben Stunde per Banküberweisung Geld zu bezahlen. Und ich soll ja Screenshots schicken. Und jetzt, weil es mit den Screenshots nicht geklappt hat, lotst er mich tatsächlich auf eine Online-Seite, um Bilder von groß zu klein umzuwandeln. Also das heißt, eben zu transformieren. Damit ich mir nicht wieder irgendein Programm runterladen muss, weil das hat ja jetzt die ganze Zeit auch mit Anydesk und so nicht funktioniert, versucht man es jetzt hier eben über eine Webseite. Das kann dann auf jeden Fall jeder Computer, die Bilder eben kleiner zu retuschieren oder wie auch immer. Und jetzt versuchen sie es tatsächlich über diesen Weg hier irgendwie an meine Kohle zu kommen. Das ist schon echt wahnsinnig beeindruckend, was die hier für Register aufziehen und sich immer wieder irgendwas Neues einfallen lassen, damit der Betrug eben weitergehen kann. Und da das hier schon ziemlich lange dauert, zieht man eben wirklich alle Register, damit das nicht umsonst war. Und jetzt lotsen sie mich auf eine völlig fremde Webseite, wo ich meine Bilder online bearbeiten soll, damit ich es danach dann per E-Mail schicken kann. Schon hochinteressant. Oh, ja, genau, jetzt habe ich hier so eine Seite, ja. Also Compressed JPEG Images Online, ja? Super, Sie können jetzt diese Seite öffnen und da Sie können diese Fotos herunterladen oder Sie können es zurückhaben schon in einige nicht so große Fotos können Sie haben. Ja. So, was muss ich da jetzt drücken? Also Sie sehen jetzt, einen Moment bitte, sehen jetzt Upload Files, sehen Sie? Sie können draufdrücken. Ja. Und wählen Sie bitte diese Fotos von Ihrem Dokument von beiden Seiten. Ja. Jetzt steht hier -81% überall drauf. -81%? Okay, so es dauert ein bisschen, oder? Was? Also, nee, auf den Fotos steht -81%. An die Foto, ja? Ah, okay, das ist egal. Also meinen Sie, wo Sie haben gemacht Fotos von Ihrem Ausweis, ja? Ja. Okay, es ist nicht so wichtig. So, habe ich, Wahnsinn. Nachdem Sie können drücken, Taste Download All. Ja, muss ich mal gucken, Moment. So. Ah ja, genau da. Da ist so eine 4 dran und jetzt. Ja, diese Foto ist jetzt wirklich ganz, ganz leicht für die Post und wir können es schicken an die Jan Kim Post. So. Ja, jetzt, wenn ich das runterlade, dann will der irgendein Programm haben. Irgendwas mit ZIP. Also ZIP sozusagen Archive, ja? Weiß ich nicht. Okay, Sie können diese File öffnen. Es ist einfach Archive.
und da Sie können finden diese Fotos. Sie sagt, ich soll hier auf dem Computer jetzt ein Programm auswählen. Okay, wählen Sie bitte die Programme. Welche gibt es? Da steht 7-Zip oder RAR. Der bietet mir hier nur den Editor an. Editor, ja? Ja. Okay, dann in diesem Fall. Okay, versuchen Sie bitte offen mit Editor. Okay. Tja, also der Typ scheint auch wieder keiner von der besonders helleren Seite zu sein. Eigentlich sollte er ja jetzt hier die technische Abteilung darstellen und sicherlich ein bisschen mehr Ahnung haben. Ich meine, er ist auch auf eine neue Idee gekommen, die der Typ von vorher noch nicht hatte. Ja, aber irgendwie scheint er ja mit mir auch nicht so ganz zurechtzukommen und scheint auch nicht weiterzukommen. Und jetzt will er mir wirklich sagen, ich könnte ein Bild mit dem Editor öffnen. Ja, das kann man, aber dann sehe ich nur noch den Quellcode von dem Bild und nicht mehr das Bild. Denn wenn man ein Bild mit einem Editor öffnet, ja, dann könnt ihr dran rumprogrammieren. Aber das war's dann auch schon. Tja, anschauen könnt ihr euch dieses Bild nicht. Tja, aber da scheint es wohl wieder an den Sprachverständlichkeiten irgendwie zu hapern. So, jetzt habe ich so eine Datei, da sind ganz viele komische Zeichen drin. Okay, ich habe Sie verstanden. Was für ein Problem? Okay, jetzt eine Sekunde, ich kann ein bisschen nachdenken, was können wir hier machen. Okay, dann machen wir so. Also haben Sie jetzt diese Fotos an Ihrem Computer, richtig? Ja, genau. Die habe ich auf dem Computer, die Bilder. Okay, Sie haben einige Windows-PC oder ein Apple? Nee, habe ich jetzt erst ganz neu eingerichtet hier. Windows XP. Windows XP. Okay, ich habe Sie verstanden. Also in diesem Fall, wir können es machen mit einigen Screenshots, mit dem Snipper-Tool. Also eine Sekunde. Na, da sagte der Kollege auch schon, das habe ich aber nicht, das Programm. Ja, und da haben wir schon wieder den besten Beweis. Denn das Snipping-Tool, das gibt es meines Wissens nach erst seit Windows Vista. Also das, was dann eben nach Windows XP kam. Dieses schöne, furchtbare Betriebssystem von Microsoft, was alle irgendwie gehasst haben. Windows 10 war ja tatsächlich erst das Einzige, was man nach XP dann auch wieder benutzen und gebrauchen konnte. Genauso wie Windows 8, war einfach nur für Mülleimer produziert. Tja, und das Snipping-Tool von diesen neueren Windows-Versionen, die versucht er mir jetzt irgendwie hier anzudrehen, dass ich das benutze. Ja, nur Windows XP hat sowas nicht. Windows XP hat sage und schreibe das ganz normale Programm Paint. Kennt vielleicht auch jeder von euch, denn das hat jeder Microsoft-Rechner. Und das auch immer noch. Und immer noch die alte Version, vielleicht ein neues Design, aber mehr Funktionen hat es auch nicht als damals. Also nicht wirklich. Ja, und damit soll ich jetzt versuchen, das Bild klein zu machen. Naja, dann glaube ich, werden wir dem Typen wohl ein bisschen helfen müssen, damit das Ganze hier irgendwie weitergeht. Ich meine, 1,5 Stunden haben wir ja bald rum. Und die kommen hier immer noch nicht zu Potte. Und naja, lassen sich auch jede Menge Zeit mit den ganzen Zwischenschritten, die sie da so machen. Snipper Tool haben Sie keine, ja? Nee, das hat der Computer nicht. Okay, ich habe Sie verstanden. Dann in diesem Fall, okay, dann mal probieren wir vielleicht nochmal mit dem Moonpay, wo waren wir? Also ich kann Sie vielleicht auch helfen mit dem mit Ihrer Karte. Eine Sekunde bitte. Okay. Jetzt eine Sekunde bitte, dann einen Moment. Ja. Okay, jetzt können Sie bitte nochmal schreiben die Seite MoonPay an Ihre Google-Suche. Dann mache ich das nochmal auf, da waren wir ja vorhin schon mal drauf. Okay. So, ja, jetzt habe ich ein neues Fenster auf, super. So, und schreiben Sie bitte MoonPay noch einmal. Ja, können Sie noch mal sagen? Ja, natürlich, es ist M wie Martha. Zweimal O wie Otto. Ja. Dann N wie Nordpol. Ja. Dann P wie Paula. A wie Anton. Ja. Und Y. Ja. Öffnen Sie bitte. Ja. Ja, genau, dann habe ich jetzt hier wieder die Google-Suche. Ja, also moonpay.com, ja? Ne, .com haben Sie ja nicht gesagt.
Okay, also Sie können es einfach suchen ja. oder Sie können scrollen und finden moonpay.com. Ja, dann gehe ich da nochmal drauf. Moment. Yep. So. Das war aber wirklich ganz schön kompliziert bei Ihnen. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil wir verstehen nicht, also was passiert an Ihrem Bildschirm, deswegen es gibt ein bisschen komplizierte Sachen. Aber wir können das schaffen, also das nimmt nicht so viel Zeit. Dauert das immer so lange bei Ihnen? Also normalerweise ist es ganz schnell, also vielleicht ist es wegen die, ich weiß nicht genau, was ist da passiert, ich möchte einfach jetzt verstehen, was sehen Sie an dem Mund bei. Also haben Sie eigentlich diese Seite geöffnet? Ja, die Seite ist jetzt auf, ja. Super. Jetzt wählen Sie bitte noch einmal die Betrag, Sie schreiben Sie bitte da Ihren Betrag. Ja. 250. Und dann suchen Sie das Fortfahren. Ja, so, da habe ich jetzt drauf gedrückt, ja. Okay, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich hier so eine Adresse wieder eingeben. Wallet-Adresse, ja? Mhm. Okay, so Sie können es finden beim Sie Jan Kims Post oder Sie können es vielleicht schon gespeichert. Nee, da ist noch nichts drin, aber ich habe jetzt auch die E-Mails schon gelöscht. Dann brauche ich die nochmal. Okay, jetzt Jan schickt Sie nochmal dieses E-Mail, einen Moment. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die ja behalten. Also dieses E-Mail-Bild kommt jetzt gleich in weniger als eine Minute. Also Jan hat es schon geschickt. Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja, ich gucke da nochmal. Das dauert bei mir immer per E-Mail so ein bisschen. Ja, das ist, ja, nicht ist so, das immer so. Ist nicht so schnell bei mir. Ja, es ist schon die okay, es ist schon abgeschickt. Prüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja, warten Sie, ich bin gleich wieder eingeloggt, da war ich jetzt schon raus. So, ah ja, genau. So. Da steht diese Wallet vom 1 bis Amix. Ja, aber die E-Mail ist noch nicht da. Okay. Aktualisieren Sie es bitte. Heute ist Dienstag, deswegen die ganze E-Mail denkt, dass heute ist Montag und möchte arbeitet nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber, naja. Haben Sie das gekriegt? Ja. Jetzt ist was angekommen, ja, genau. Super, diese vom 1K bis AMX kopieren Sie bitte. Ja. So, dann. Kopieren. So, jetzt muss ich hier in das andere Fenster. So, jetzt habe ich das eingegeben, ja. Und dann wieder auf Weiter, ja. Ja, fortfahren Sie bitte. Jetzt sagt er hier, die Adresse ist falsch. Also, vielleicht Sie haben einige leere Tasten nach die Adresse ausgefüllt. Da muss ich mal gucken. Oder auch da steht die, vielleicht die vorherige, die einige leere Tasten. So. Ja, genau, hier so ein Leerzeichen mit drin. Ja. Aber Ihnen piept das so im Telefon. Nochmal bitte? Bei Ihnen pfeift das so im Telefon immer wieder. Also ja, vielleicht ist es die Verbindung, also weil Sie haben gesprochen erstmal mit meinem Kollegen Jan und dann jetzt mit mir, deswegen vielleicht passiert so. Ach so. Okay, dann haben Sie jetzt an die andere Seite, ja, angegangen. Genau, jetzt bin ich hier weiter. Jetzt muss ich da wieder meine E-Mail-Adresse eingeben. Okay. So, dann trage ich dich hier nochmal ein. So, auf weiter. Und jetzt soll ich hier wieder eine E-Mail kriegen. Ja. So, mal gucken. Bis jetzt ist noch nichts da.
Und haben Sie es gekriegt? Nee, ist noch nicht da bis jetzt. Okay, aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box oder überprüfen Sie, haben Sie richtig geschrieben, die Ihre E-Mail an dem Unfall. Ja, gucke ich mal. Ja, nee, die E-Mail ist richtig drin. Okay, dann es muss sein in Ihre E-Mail-Box schon. Ja, ah ja, genau, jetzt hier so eine sechsstellige Zahl ist jetzt hier gekommen. Super, jetzt geben Sie das bitte an den Mundpay und auch drücken Sie Taste unten, ich stimme zu, die Nutzen und Bedingungen. Mhm. So, dann gehe ich jetzt hier auf Weiter. So, und was soll ich jetzt machen? Also, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich hier meine Zahlungsdaten eingeben. Also, Sie haben gewählt Kreditkarte, ja? Ja, genau. Mhm. Jetzt angeben Sie bitte die Daten von Ihrer Mastercard oder mit Visa. Was möchten Sie benutzen? Die Visa-Karte würde ich nehmen. Okay, dann schreiben Sie bitte Daten von Ihrer Visa. Dann muss ich jetzt hier wieder die lange Nummer abtippen. Und haben Sie schon MoonPay früher benutzt? Ja, wir haben vorhin schon mal mit MoonPay versucht. Mit dem Jan, ja? Mhm. Und vorher noch nicht, ja? Nee, vorher habe ich das noch nicht benutzt. Mhm. Also in Zukunft, Sie können es benutzen auch. Also das ist ganz gut, die Tausche für die Krypto. Und vielleicht wird es interessant für Sie, benutzen Sie für Ihre eigenen Ziele. Ja. So, jetzt sagt er mir hier was von Fehler. Also haben Sie angegeben Ihre Daten und da es gibt Fehler, ja? Ja, genau. Hm. Okay, dann mal probieren wir es machen mit Ihrer Mastercard. Vielleicht Ihre Visa ist noch nicht vorbereitet für die internationale Zahlungen. Okay, dann probieren wir es nochmal mit der Mastercard. Muss ich die erstmal raussuchen. Also wie läuft es? Ja, ich habe jetzt erstmal die Karte. Jetzt muss ich die Sachen hier noch eingeben. Okay. Jetzt klicke ich hier nochmal auf Prüfen. Also, wie läuft es bei Ihnen? Ja, das aktualisiert jetzt hier. Also, Sie haben jetzt die vier Kreise, ja? Mhm. Okay, erste muss steht grün, ja? Ihre Bestellung ist gemacht, ja, oder? Ja, das dreht sich noch. Okay. So, jetzt ist das alles grün, ja. Alles ist grün, ja? Mhm. Okay, jetzt können Sie bitte gehen zurück an Ihre E-Mail-Box. Ja. Sie haben jetzt vielleicht bekommen einen E-Mail von dem MoonPay, der heißt Ihre BTC has been placed. Muss ich mal gucken. So, ja genau, jetzt habe ich hier so eine E-Mail. Hm? Has been placed, ja? Ja. Und haben Sie vielleicht andere E-Mail, die heißt Your BTC on its way? Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie das noch nicht? Okay, jetzt dann warten wir ein bisschen noch. Hm. Und Sie haben gesehen, an dem MoonPay 4 grüne Runde, ja? Mhm, genau. Mhm. Okay, dann jetzt warten wir noch ein bisschen. Mhm. Also aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja. Ist noch nichts weiter da. Noch nichts. Mm-mm. Eine Sekunde dann. Mhm. Also aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. E-Mail ist muss jetzt dann gekommen. Warten Sie, ich gucke nochmal. Die vergessen bei mir immer, dass meine E-Mails für 10 Minuten dauern, bis die bei mir ankommen.
Tja, so ist das halt, ne? Wenn man E-Mails aus einem Betrüger-Callcenter verschickt. Das kann schon mal ein bisschen länger dauern, bis es beim potenziellen Opfer ankommt. Das Schlimme an der Geschichte ist, wir haben ja eigentlich gerade mal Halbzeit und die Typen sind immer noch am Telefon. Ich meine, die versuchen es jetzt hier mittlerweile abwechselnd zu zweit, irgendwie mit mir da klarzukommen. Angeblich schon mit irgendeiner technischen Abteilung, die dann auch gar keine Ahnung hat, wie man da weitermachen kann. Und zum Ende landen wir da, wo wir angefangen haben, wieder bei MoonPay, obwohl ich eigentlich erzählt habe, ich habe hier schon eingezahlt. Irgendwie haben die das wohl vergessen, aber es könnte auch daran liegen, erstens, dass ich selbst vergessen habe und zweitens könnte es auch daran liegen, dass einfach kommunikationstechnische Probleme hier auftreten. Der versteht mich nicht oder die beiden verstehen mich nicht, ja oder nur begrenzt. Auf jeden Fall nicht komplett, was ich sage. Naja, und so ziehen die das Spielchen hier weiter und weiter und weiter und weiter. Und irgendwie kommen die gar nicht auf die Idee aufzulegen, denn die haben schon so lange mit mir am Telefon verbracht. Tja, so kann man natürlich auch fast den ganzen Arbeitstag irgendwie rumkriegen. Na, also die Hälfte haben wir hier auf jeden Fall gemeinsam geschafft. So, jetzt steht erstmal aktualisieren da. Und sagen Sie bitte, Sie machen die Fotos an Ihre Kamera, ja? Ja, also ja, wenn Sie... genau. Und welche Kamera haben Sie? So eine Digitalkamera. Ich meine, das ist wie ein Canon, Nikon, oder... Warte mal, da muss ich mal gucken, da steht Samsung drauf. Ah, Samsung. Okay, dann in diesem Fall, wenn Sie haben kein E-Mail gekommen, also wie ich verstehe, Sie können ein Foto haben an Ihrem PC, an Ihrem Computer, von dieser Kamera, ja? Ja, genau. Und können Sie bitte machen in die Einstellungen des Kamera, also das Qualität wird ein bisschen schlechter, also nicht so groß. Oh, wie mache ich denn das? Also normalerweise, Sie können gehen in Einstellungen an Ihre Kamera, und gehen in die Einstellungen des Fotos und wählen die Qualität niedriger als es war. Dann mache ich die mal an. Jetzt versucht er mir hier tatsächlich irgendwie noch Support zu meiner Kamera zu geben. Tja, die müssen es echt nötig haben. Also so verzweifelt kann man doch wirklich überhaupt gar nicht sein. Das hast jetzt sogar schon probiert, irgendwie in den Einstellungen meiner Kamera noch zu drehen, dass er mit mir weiterkommt. Weil irgendwie kann er sich ja selber nicht erklären, wie ich die Bilder nicht kleiner bekomme und woran das Ganze jetzt hier liegt. Ja, aber weiß ich nicht. Also irgendwie müssen die halt echt geldgeil sein, um so lange durchzuziehen. Und also hier in dem Fall ist es ja wirklich so, dass die alle Register ziehen. Die versuchen sich auf das Opfer anzupassen und versuchen alles haarklein irgendwie durchzubringen, koste es, was es wolle. Und egal wie lange es dauert, die bleiben am Telefon und versuchen es weiter und weiter und weiter. So. Da Einstellungen. Keine Ahnung, wo muss man das da einstellen? Wo muss ich denn da drauf? Nicht so viel. Gibt es da nicht, ja? Vielleicht Bilderqualität oder Bildereinstellungen. Also ich bin jetzt bei Einstellungen und okay, dann in diesem Fall, also mal probieren wir machen ein bisschen anders. Also gehen Sie bitte zurück an die MoonPay-Webseite, wo Sie sehen diese vier Runde. Ja, da muss ich die Kamera erstmal wegpacken, Moment. Ihre Kamera hat sehr interessante Ton, also diese Piep. So, dann, so, was soll ich jetzt am Computer machen? Öffnen Sie bitte nochmal die MoonPay, also wo Sie sehen, diese vier Runde. Oh, jetzt ist die Seite schon zu. Also, es ist schon zu, ja? Ja, habe ich schon zugemacht gerade, Okay, dann aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box noch einmal. Ja. Keine neue Brief, ja? Warten Sie, das aktualisiert. So. Noch nichts, ja? Warten Sie. So. Warten Sie, jetzt ist was gekommen gerade.
Okay. Ja, nee, hier steht nur das Samsung Galaxy, bla, irgendwas, das ist Werbung. Ja, genau. Und da wir gerade schon vom Thema Werbung sprechen, noch ein kleines, kleiner Hinweis zum zum Thema Eigenwerbung. Abonniert doch gern meinen Kanal, am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Wenn dir dieses Video gefällt, dann drückt natürlich gerne auch den Daumen nach oben. Ja, dann weiß ich, dass ich mit dem Thema weitermachen soll. Dieses Video ist natürlich heute ein kleines bisschen sehr lang. Aber das ist natürlich auch mit Absicht so provoziert, weil wir wollen ja in erster Linie den Betrügern so viel Zeit wie möglich stehlen. Zeit, in der sie eben keinen anderen betrügen können. Das ist alles Zeit, in der niemand anderes beschissen wird. Zumindest von den beiden nicht, die da jetzt an der Leitung hier sitzen. Wenn ihr möchtet, habe ich natürlich auch nichts dagegen, wenn ihr gerne noch das ein oder andere nette Kommentar in den Kommentaren einfach mal unter dem Video hinterlasst, was ihr so von dem ganzen Thema hier denkt. Ja, denn diese Betrüger, ja, weiß ich nicht, die sind ja nur besonders komisch. Da würde mich auf jeden Fall eure Meinung mal dazu interessieren. Ansonsten ist es natürlich auch nie verkehrt, wenn ihr die Videos teilt. Auf WhatsApp, Instagram, Facebook, was es da so alles gibt, Twitter und so weiter. Umso mehr Leute eben von diesen Videos erreicht werden, ja, umso mehr können wir ganz einfach auch im Vorfeld davor schützen, damit denen sowas hier nicht passiert. Denn diese Betrüger haben ja jede Menge Ausdauer und versuchen es tatsächlich über jeden Weg irgendwie an euch ranzukommen. Ich meine, die versuchen es ja sogar mit den Einstellungen von meinem PC, übers Internet Bilder kleiner zu machen oder sogar auf der Kamera. Übers Handy, Computer, Anydesk, wir haben jetzt hier schon alles gehört. Sogar 3, 4 verschiedene Zahlungsmethoden. Und die geben es immer noch nicht auf. Okay, dann öffnen Sie bitte die E-Mail-Liste von MoonPay. Your BTC has been placed. Ja. Und dann unten gibt es das, der Track Your Transaction. Ah ja, genau, da. Dann drücke ich jetzt drauf, ja? Ja, drücken Sie drauf. Also haben Sie gedrückt eine Track Your Transaction? Ja, genau, da habe ich jetzt drauf gedrückt. Sie sehen jetzt nochmal diese vier Runden, oder? Ja, aber die sind jetzt rot. Rot, ja? Ja. Okay, und was steht da? Also, da steht, welche Runde? Transaktion failed. Also, ja, vielleicht ist zwar. Okay, da gibt's nur diese rote oder gibt's noch die eine grüne? Nee, das gibt's auch nicht mehr. Das ist weg. Okay. Dann in diesem Fall suche ich das, was können wir machen. Und können Sie bitte drücken an diese Transaktion? Warten Sie. Nee, da steht nur Transaktion failed. Sie können drauf nicht drücken, ja? Nee, da kann man nicht drauf drücken. Okay, dann in diesem Fall, wir müssen das machen noch einmal, also vielleicht mit Ihrer Mastercard müssen wir das nochmal wiederholen, also weil es war, sehen Sie als failed. Also dann drücken Sie bitte nochmal an die die Name MoonPay. So, wir können es schaffen. Ja, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Meine Güte, der ist ja wirklich zuversichtlich und meint, wir können das schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Ich glaube nur, dass wir noch jede Menge weitere Zeit von ihm verplempern und er unterm Strich nichts verdient. Und eigentlich nur die ganze Zeit miese macht. Oder besser gesagt, sogar alle beide, weil wir wissen ja, es sitzen auf jeden Fall immer zwei am Telefon. Oder zumindest in den allermeisten Fällen. Und das hier ist auf jeden Fall auch einer von diesen Fällen. Denn ich wurde ja nun schon bereits weitergereicht. Tja, weiß ich auch nicht. Mal wohin das hier mit ihm noch führen soll. Ja. Jetzt bin ich hier wieder auf der Startseite, ja? Super, hier schreiben Sie nochmal bitte den Betrag. Kann man da eigentlich auch gleich mehr machen als 250 Euro, wenn wir jetzt noch dabei sind? Ja, natürlich. Sie können ansteigen mit so großen Betrag, mit welchem Sie möchten. Also, mit welchem Sie möchten das machen. Ja, wie viel ist denn sinnvoll? Also sinnvoll ist dann steigen, also abhängig von Ihren Zielen.
Normalerweise, ich empfehle zu meinen Kunden, anfangen mit dem 1000, weil mit diesem Betrag, also sie haben mehrere Möglichkeiten, haben bessere Beratung, bessere Optionen zu handeln und natürlich größere Anzahl von die Vermögen, mit welchen sie können arbeiten. Mhm. Also das, was ich empfehle normalerweise. Möchten Sie einsteigen mit diesem Betrag vielleicht? Ja. Okay, dann schreiben Sie im Feldbetrag 1000. Mhm. So, dann gehe ich jetzt wieder auf Fortfahren. Mhm. Drücken Sie Taste Fortfahren. So, jetzt brauche ich wieder die Adresse. Moment. Das habe ich ja irgendwo noch in den E-Mails gehabt. Mhm. Ah ja, genau. 1K, J und so weiter. So. Dann trage ich das da wieder ein und gehe dann nochmal auf Fortfahren und muss jetzt meine E-Mail-Adresse wieder angeben. Mhm, ganz richtig. Ja, dann habe ich die wieder drin. So, und dann, genau, dann kommt ja jetzt wieder eine Nachricht. Also, in diesem Fall, wir probieren jetzt einfach machen es mit Ihrer Visa-Karte, mit Ihrer Mastercard. Und im Fall, es wird nicht geklappt, wir können es machen mit ganz normaler Banküberweisung an dieser MoonPay-Webseite. Haben Sie eigentlich Online-Banking? Online-Banking habe ich auch, ja. Super, dann probieren wir erstmal mit Mastercard. Und dann als letzter Schritt gibt es Möglichkeit für die Banküberweisung hier. Mhm. Super, also jetzt haben Sie E-Mail gekriegt von der MoonPay, ja? Warten Sie, ja, da ist jetzt eine E-Mail wieder mit der Nummer. Hm? Schon irgendwie nicht zu glauben. Wir haben jetzt schon alle Zahlungsmethoden und Möglichkeiten irgendwie durchprobiert. Zwischendurch habe ich ihm gesagt, es hat angeblich funktioniert. Aber irgendwie machen wir trotzdem noch weiter. Und ja, jetzt sollen wir nochmal von vorne alles machen. Ja, meinetwegen, wenn wir noch ein bisschen Zeit verplempern wollen, sehr, sehr gerne, weil... Ja, ihr wisst ja Bescheid. Jedes bisschen, wo wir hier am Telefon verplempern, kann er die Zeit nicht von irgendjemandem anders verplempern. Mhm. So. Eine Sekunde. Hm. Ja, Entschuldigung, das war Bearbeitung in Verbindung. Ja. So, dann gebe ich jetzt hier wieder die Daten von der Mastercard ein. Mhm, ganz richtig. So, jetzt überprüft das wieder. Mhm. Wenn Sie können drücken, jetzt kaufen. Mhm. Und dann dreht sich da wieder so ein Kreis. Also, grüne Kreis, ja? Ja, ja. Also dreht sich da jetzt noch. Haben Sie Transaktion bestätigt oder noch nicht? Ja, habe ich bestätigt. Okay, also schließen Sie bitte nicht diese Webseite. Sagen Sie bitte, welche Runde sehen Sie? Gelbe oder grüne? Na, der grüne, also da ist ein grüner Kreis, aber der dreht sich noch. Okay, also was steht neben dem grünen Kreis? Processing. Processing, okay, jetzt wir müssen warten. Einfach warten wir, wann es wird bearbeitet. Mhm. Und eigentlich, während wir warten, also sagen Sie bitte, wann es wird geändert. Ich möchte Sie stellen einige Fragen, also sagen Sie bitte, was möchten Sie insgesamt erreichen beim Handel? Was ist Ihr Hauptziel? Ja, Geld verdienen. Natürlich, es ist ein ganz gutes Ziel. Und möchten Sie haben einige stabiles, passives Einkommen oder haben einige... eine große Betrag, zum Beispiel für eine große Einkauf, wie ein Haus oder ein Auto? Ja, mal sehen. Also da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Also mit uns, Sie können haben, Möglichkeit haben, monatlich ein stabiles Einkommen, zum Beispiel mindestens, ja, was empfehle ich für meine Kunden als erstes Ziel, es ist 1-2.000 Euro pro Monat, die Sie können auszahlen von Ihrem Handelskonto. Und zum Beispiel, wenn Sie möchten, kaufen für Sie ein neues Haus, wir bilden für Sie Strategie, wie Sie können erreichen, zum Beispiel 250.000 Euro, zum Beispiel, wenn Sie möchten, kaufen nicht so großes Haus, oder zum Beispiel noch die andere Strategie.
Und Sie können es natürlich besprechen mit Ihrem eigenen Berater. Er kann Sie sagen, dass welche Strategie funktioniert besser, was passt Sie am besten zu den heutigen Zeitpunkten im Finanzmarkt und alles wird läuft für Sie solche Weise. 250.000 sind aber noch ein kleines Haus bei uns. Also, ich habe gesagt, ich weiß nicht genau, wie kostet Immobilien in Deutschland, aber ich kenne das, es ist einfach teuer. Und ja, so 500.000 braucht man mindestens für ein anständiges Haus. Echt? Ja, also ich sag mal, der Durchschnittspreis für 200 Quadratmeter sind so 600.000 bis 700.000 Euro. Also vielleicht meine Kunde hat 250.000 Euro noch an der Bilanz. Ja, das ist dann aber wirklich ein ganz kleines Haus. Also vielleicht ist es nicht der große die Bedenken in den Kopf, aber natürlich, Sie können haben einige Ziele, zum Beispiel 1 Million zu erreichen und es ist auch möglich. Nicht in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren, aber natürlich ist es möglich. Und sagen Sie bitte, was sehen Sie an Ihrem Bildschirm? Jetzt sind hier wieder so, also jetzt ist das hier wieder rot. Rot, ja? Ja. Okay, dann machen wir so, also gehen wir dann zurück. Wir können machen es mit dieser Banküberweisung, wie ich habe dir erzählt vom Anfang. Gehen Sie nochmal in die Hauptseite und ich glaube, es ist die letzte Mal, wenn wir gehen da. Okay, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir auf diese Seite gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es der letzte Versuch ist, wo wir hier Geld einzahlen. Nochmal. Tja. Währung Bitcoin. So. Dann gehe ich jetzt hier wieder auf Weiter. Und sagen Sie bitte, haben Sie online lebendigen an Ihre Computer oder an Ihre Hände? Ne, das mache ich am Computer. Okay, super. Jetzt können Sie einfach kopieren. So, dann. Und Sie benutzen Sparkasse oder andere Bank? Ja, die Sparkasse. Super. So, dann. Wenn Sie können wählen die Zahlungsart, Sie können wählen neue Zahlungsart wie Bankkonto, Eurobankkonto. Ja. So, jetzt muss ich erstmal Ihre Adresse da wieder reinkopieren. Okay. So, genau. Moment, das X fehlt. Yep. So, dann gebe ich das da jetzt wieder ein. Sehen Sie, es ist, wir machen es für nicht so lange Zeit, aber Sie sind schon fast die Profi mit dieser Tasche, mit der Krypto. Sie haben schon einige Verständnis. Jetzt habe ich ja oft genug gemacht, ja. In Zukunft, Sie können sogar haben einige, die Unterricht von unserer Seite. Wir können Sie erklären ein bisschen mehr über die Finanzmarkt, weil das wird interessant für Sie. Vor allem nicht, also natürlich ist es nicht erforderlich, aber viele unserer Kunden möchten einfach Verständnis haben, was passiert und wie kann man Geld verdienen, selbstständig auch. So, dann habe ich da jetzt meine E-Mail nochmal reingetippt. So, dann muss ich jetzt wieder auf die Nummer warten. Heute ist es der einige, die ein bisschen witzig stark, weil ich habe angekommen, genau um die Zeit an meinem Arbeitsplatz und es war die ganze kaputt mit dem Vertriebsverkehr. Also wenn die meine Kollegen kommen an die Arbeitsplätze, es war jede Zeit einige oder einige schwierige Situationen mit dem U-Bahn oder mit dem Busse auch und ich weiß nicht, was es heute, vielleicht es ist heute sogar nicht die 13. September, sogar 14. aber etwas ungewöhnlich passiert. Natürlich blöd. So, nee, die E-Mail ist noch nicht da. Aktualisieren Sie es bitte. Also haben Sie E-Mail gekriegt? Nee, aktuell noch nicht. Okay, in diesem Fall, ich weiß, was können wir machen. Also können Sie bitte gehen zurück? Nochmal zurückgehen, ja. Ja, zurück zu der Start-Taste. Also ich weiß, was ist die kann ändern die Situation.
Ja. Also was kann alles schneller machen. Also mein Kollege stellt jetzt andere Worte, die auch das verbunden mit ihrem Konto. Und Sie können es auch das benutzen für diese Transaktion. Es wird sogar auch besser. Also einen Moment bitte, ich schicke das jetzt zu ihm und er schickt das zu Ihrer E-Mail-Box. Ja. Also einen kurzen Moment. Okay. Noch ein bisschen Geduld. Mhm. Okay, Jan hat Sie geschickt ein neues Brief. Da gibt's nur diese Wallet-Adresse. Es fängt an vom 0 und beendet sich an die EE7. Es ist die ganz gleiche, aber wir müssen etwas ändern. Also eine andere Nummer jetzt? Ja, ja, es ist an dieser Nummer, ich glaube, es wird leichter. Okay. So, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Von Jan Kim, ja? Ist noch eine andere E-Mail, das ist von Lotto. Ah, vom Lotto. Die sozusagen Spätkauf, ja, die gibt's in Deutschland. So. Moment. Ah ja, genau, jetzt habe ich hier was Grünes von Ihnen bekommen. Super, also es fängt an vom X und 0X und beendet sich an die EE7, ja? Ja. Super. Kopieren Sie bitte diese Adresse und jetzt können gehen an die Starttaste von dem MoonPay. Also nochmal MoonPay aufmachen. Ja. So, dann muss ich hier wieder alles eingeben. Also Sie geben jetzt ein was genau? Na, jetzt bin ich ja wieder auf MoonPay. Dann muss ich ja hier wieder auf 1000 Euro gehen und dann weiter. Okay, gehen Sie nicht weiter. Also gehen Sie bitte nochmal zurück, wo Sie angeben den Betrag. So. Oben Sie sehen, gibt es die einige Währung Bitcoin. Sehen Sie? Ja. Drücken Sie bitte an die Bitcoin. Und wählen Sie, da gibt es eine Fiola Ethereum. Ja, das, ja genau. Wählen Sie bitte Ethereum. Nach dem Bitcoin sofort. Nur ETH Ethereum. Ja, habe ich jetzt. Super, dann nochmal den Betrag schreiben Sie. Da steht jetzt was mit einer Null davor. Nochmal bitte? Da steht jetzt automatisch schon drin 0.1107. Also, es ist der einfach Betrag. Okay, dann machen Sie bitte es weg und schreiben Sie Betrag einfach 1000. Ah, okay, dann schreibe ich da nochmal 1000 rein. Jetzt steht hier, der Höchstbetrag für die Transaktion beläuft sich auf 3 ETH. Also eine Sekunde bitte. An die 3 ETH, ja? Ja. Okay, dann können Sie gehen fortfahren. Na, ich habe ja jetzt noch die 1000 drin stehen und dann kann man nicht auf fortfahren drücken. Okay, jetzt eine Sekunde bitte. Ist überprüfen. Okay, vielleicht Sie haben gewählt Bitcoin ETH verkaufen, ja? Ach so, ja. Wählen Sie bitte kaufen. Bin ich bestimmt aus Versehen, ja. Dann gehe ich nochmal auf kaufen. ETH steht noch drin und dann gebe ich da wieder 1000 ein. Ah ja, jetzt geht das dann auch. Und dann gehe ich auf weiter. Okay. So, und da soll ich jetzt die andere Nummer eingeben. Ja, also Sie können angeben, diese vom 0x bis EE7. Jetzt habe ich hier so ein rotes Feld. Da steht, schickst du Kryptowährung an jemanden anderen, vergewissere dich, dass du da, keine Krypto an irgendeiner Art von... Es ist Warnung, also, aber Sie schicken das nicht zu jemand anderem. Sie schicken es an Ihr eigenes Handelskonto. Das heißt, deswegen Sie können drücken und fortfahren. Ach so, okay. Genau. Und das ist das, was ich euch erzählt habe mit MoonPay. Auf der MoonPay-Webseite steht extra da, dass man nicht auf solchen Betrug reinfällt. MoonPay warnt euch vor sowas. Finanzbetrug im Internet. Ja, und das steht da, habe ich ihm auch vorgelesen. Aber ihr habt ja auch gleich mitbekommen, wie er das Ganze runterspielt und so tut, als, wäre da nichts gewesen. Und als hätte er nichts so wirklich davon gehört und als wäre das ganz normal und
eigentlich wirkt er mich damit ja auch gleich ab und sagt, ja, das überweisen Sie ja auf Ihr Konto. Ganz genau das ist es eben nicht. Ihr überweist es nicht auf euer Konto. Ihr überweist das nicht auf euer Handelskonto. Ihr überweist das Geld auf deren Krypto-Wallet. Nicht mehr nachvollziehbar. Die Kohle ist weg. Man kann sie nie wieder zurückholen. MoonPay haftet nicht dafür. MoonPay warnt euch davor sogar. Tja. Und genau so läuft eben der Betrug ab. Und man versucht es ja hier nun schon über eine ganz andere Kryptowährung nochmal. Helium oder, nee, was war das? Ethereum? Ethereum hatten wir hier auch noch nicht. Naja. Denkt an den Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Schreibt gerne was in die Kommentare und den Abo-Button nicht vergessen, am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr keine von meinen Videos mehr, wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video, auch wenn es heute mal ein kleines bisschen langwieriger ist. Naja, und nicht so ist wie sonst, aber ich dachte mir, tja, ich lade es so einfach mal hoch, weil letztendlich ist ein Gespräch über 3 Stunden zustande gekommen. Zum Wegschmeißen wäre es zu schade, aufteilen auf mehrere Videos wäre auch doof. Und von daher dachte ich mir, ich mache halt eben dieses kleine Special für euch da draus, damit ihr eben noch mehr Content in dieser Art habt. Ja, und die liefern das ja hier freiwillig und zögern das selber stundenlang komplett selbstständig hinaus. Ja, und denken gar nicht darüber nach, dass es vielleicht ja auch Verarsche sein könnte. Merken die nicht. Tja, weil sie nur ihre Dollarzeichen in den Augen haben und denken, dass ich blöd genug bin, denen mein Geld anzuvertrauen. Tja, aber das bin ich eben nun mal nicht. Und von daher gucken wir, dass wir das Ganze hier noch eine ganze Weile weitergetrieben kriegen. So, ja, da muss ich jetzt wieder meine E-Mail-Adresse eintragen. Ganz richtig. Ja. Ah ja, dann habe ich jetzt auch eine E-Mail von MoonPay. So, dann kopiere ich da wieder die Zahl. Haben wir das bekommen schon, ja? Ja, da ist schon eine da gewesen jetzt. Super, ist, wie ich habe gesagt, mit Ethereum geht es ganz schneller. So, dann auf Achso, jetzt steht hier, du hast so oft den Code falsch eingegeben. Also überprüfen Sie bitte diese Code mit dem E-Mail. Ja. Die Zahl, die ist richtig, die ich bekommen habe. Aber da steht, du hast zu oft den Code falsch eingegeben. Code falsch, ja? Ja, da steht zu oft. Also zu oft falsche Code, ja? Ja. Okay, dann probieren Sie gehen zurück, noch einmal geben Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Und dann? Und dann, so, Sie können drücken, nochmal überprüfen Ihre E-Mail, drücken fortfahren und dann Sie kriegen neues Code. Achso, okay, dann schicke ich nochmal eine, ja. So, und dann gehe ich nochmal in die E-Mails rein. Mhm. So. Nee, ist noch nichts weiter da. Es kommt nichts, ja? Nee, da ist noch nichts weiter gekommen. Kann man das nicht einfach überweisen an ein Konto? Also wir werden das genau überweisen. Also hier, wir können Daten auch kriegen. Es wird die License dann weg. Okay, dann versuchen Sie jetzt aktualisieren Ihre E-Mail-Box oder eingeben. Also sagen Sie, haben Sie keine neue E-Mail bekommen, ja? Ja, genau. Okay. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Wie ich erinnere mich, letztes Mal, es dauert auch ein bisschen. Ja. Gibt die Taste erneut senden, Code? Ja, genau. Drücken Sie bitte erneut senden. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Sie müssen kriegen dieses E-Mail. Ist aktualisiert noch. Also, wie läuft es? Mir ist noch nichts da. Okay, jetzt warten wir noch ein bisschen vielleicht. Und wenn das nicht klappt, kann ich Ihnen das nicht einfach per Banküberweisung schicken? Ja, natürlich können, aber dafür benötigen wir eher Fotos Ihres Dokuments. Also, was Jan hat gefragt. Und nachdem Sie können, natürlich haben die Bankdaten, aber wie Sie haben verstanden, also Sie haben nur die Kamera, welche Sie können machen, diese Fotos.
Und haben Sie keine USB-Kabel für Ihre Handy, ja? Nee, das ist ja so ein iPhone. Also, haben Sie keine Kabel, um zum Schicken die Fotos von Ihrem Handy an Ihre Computer? Da habe ich ja nicht mein E-Mail-Passwort drin und das habe ich vergessen. Das ist ja am Computer gespeichert. Deswegen jetzt probieren wir machen mit dieses mit dem Mund bei einem Banküberweisung. Ich glaube, es wird geglaubt. Ach so, okay. Also haben Sie keine Code bekommen, ja? Nee, ist bis jetzt noch nichts weiter gekommen. Prüfen Sie vielleicht Ihre Spambox. Ja, da kann ich auch nochmal reingucken. Und wenn es geht nicht, dann probieren Sie angeben Ihre letzte Code, die Sie haben gekriegt. Ja. Nee, im Spam ist auch nichts drin. Dann gucke ich mal nochmal mit dem letzten Code. So, dann gebe ich den da nochmal ein. Dann muss ich das ja hier anhaken. So, ne, und dann steht hier, leider hast du einen ungültigen Code eingegeben. Bitte überprüfe deine E-Mail und versuche es erneut. E-Mail ist richtig, ja? Ja, genau, die ist richtig. Okay. Und jetzt, Sie müssen kriegen jetzt diese Code. Vielleicht drücken Sie nochmal Taste erneut senden. So, dann habe ich nochmal gedrückt. So, jetzt habe ich hier was bekommen. Oh, es ist ein ganz gutes Zeichen. So, dann kopiere ich die Nummer nochmal. Oh, das ist ein ganz gutes Zeichen. Ja, mein Gott, der Typ, der wird schon wieder Dollarzeichen in den Augen haben und denkt, dass sich seine ganze Mühe jetzt wohl gelohnt haben wird. Naja, ihr könnt euch vorstellen, dass sich seine Mühe wohl weniger gelohnt haben wird und er, an uns eben kein Geld verdient. Naja, mal gucken, wie lange wir den noch hingehalten kriegen. So, dann gebe ich die da ein, so fortfahren. Und da steht jetzt, der Code ist abgelaufen. Demon Pay funktioniert ein bisschen witzig. Also, okay, dann eine Sekunde bitte. Ich möchte ein bisschen nachdenken, was können wir hier noch machen am besten. Moment. Okay, dann jetzt ich denke darüber, also wir kriegen Ihre Fotos von Ihrem Dokument, weil wir müssen vorbereiten für die Bankdaten, nur wenn wir haben die Fotos als die Bestätigung als Ihre Personalität. Und jetzt, wir müssen finden einige Zweck, wie können wir das machen. Und sagen Sie bitte, vielleicht können, haben Sie eine Scanmaschine? Eine was? Ein Scanner. Was ist das? Also, wenn Sie legen Ihre Ausweis in diese, wie eine Drucker, und es skaniert es und Sie haben es als die PDF an Ihrem Computer. Ach so, Sie meinen so ein Gerät, wo man am Drucker so ein Teil dran, wo man so Bilder in den Computer reinbekommt. Ja, ganz richtig. Ah ja, genau, sowas habe ich, ja. Super, dann können Sie jetzt skanieren Ihre Ausweis oder Dokument und an Ihre Computer es kriegen. Ja, Moment, da muss ich mal gucken. Habe ich auch noch nicht benutzt, das ist schon ganz lange her. Also mal probieren. So, mache ich erstmal an den Drucker. Ist der Screen? So, jetzt fährt er hier erstmal hoch. Da steht initialisieren. So, jetzt ist der erstmal an. So, dann muss ich das hier rein. Moment. So. Ja, glaube ich, hier und dann. Ne, das ist ja. So, und jetzt an der Stelle habe ich hier natürlich einfach nur ganz viele Knöpfchen von meinem Drucker gedrückt, der tatsächlich einen Scanner dran hat. Ja, und habe einfach simuliert, dass ich jetzt hier was für ihn tue. Und, um ihn einfach weiter an der Leitung zu halten. Und es scheint ja wunderbar zu klappen. Der macht aber gar nichts. Okay, dann sagen Sie bitte, können Sie bitte jetzt nochmal öffnen die Fotos an Ihre, Computer? Die haben gemacht. Die wir vorhin gemacht haben. Ja, die erste Foto.
Ja, Moment. Jetzt scannt er erstmal noch. Also, Sie haben es schon eingestellt, das für das Scan, ja? Okay. Ja, ich glaube schon, ja. Ah, jetzt piept er bloß. Okay. Tja, mehr macht er auch nicht. Okay. Also jetzt steht hier keine Antwort. Okay, dann öffnen Sie bitte die Fotos, Sie haben vorher gemacht an Ihre Kamera. Ja. An Ihre Computer. Warten Sie, da muss ich nochmal an den Computer gehen. So. Ja, jetzt bin ich am Computer. Ja, und hier ist dann nach 2 Stunden einfach das Gespräch abgebrochen. Das hängt einfach damit zusammen, weil die Callcenter, also auch seriöse Callcenter, ja, einen Timeout drin haben. Das heißt, oder das bedeutet, dass das Telefongespräch dann irgendwann ja automatisch beendet wird, wenn der Hörer nicht aufliegt und die Leitung einfach nicht blockiert wird. Denn auch ein Callcenter hat eine begrenzte Anzahl an Leitungen. Bei euch zu Hause, bei einem ganz normalen Telekom-Anschluss, ja, oder bei den meisten anderen, hat man insgesamt 3 Rufnummern und 2 Leitungen. Das bedeutet, ihr könnt 2 Gespräche gleichzeitig führen über eure Telefonleitung, also über dieses eine Kabel. Ja, und so ein Callcenter, das kauft sich natürlich auch Leitungen, allerdings virtuelle Leitungen, die dann übers Internet direkt rausgehen. Man telefoniert heute generell übers Internet, ja, ich weiß. Mit Telefonie funktioniert das aber nochmal ein bisschen anders. Man kauft sich halt eben dort bestimmte Leitungen. Und wenn man jetzt da verschiedene Leitungen hat, beispielsweise für so ein großes Callcenter 50 oder 100 Leitungen, die kosten alle Geld. Und damit so eine Leitung nicht ewig belegt ist, für nichts und wieder nichts, legen diese Systeme automatisch einfach auf. Unter anderem legen die aber auch auf, damit man halt nicht zu lange quatscht. Naja, aber scheint ja bei dem Mitarbeiter nicht so richtig zu funktionieren, denn er ruft natürlich sofort nochmal an, um dann weiterzumachen, weil er immer noch die Beute wittert. Ja, und das nach 2 Stunden? Kein Erfolg. Schon interessant, dieser Typ. Naja, so verdienen die halt ihr Geld. Aber weiter geht's. Wieder Jan Kim, ist einfach sehr lange Zeit an der Linie und aus diesem Grund endet dieses Gespräch. Also, Sie möchten mit Finanzberater einen Screenshot machen. Ja. Screenshot von diesem Foto. Dieses Screenshot wird nicht so groß sein. Mhm. Also, können Sie bitte öffnen ein Foto von Ihrem Ausweis? Ja, das habe ich ja hier schon auf dem Computer, ja. Ja, auf Computer. Öffnen Sie bitte. Ja. Auf ganzen Bildschirm. Und klicken Sie bitte die Taste PRT-SKR. Es ist rechts oben auf der Tastatur. Wie heißt die Taste? PRT-SCR. Genau, so heißt die Taste auf englischsprachigen Tastaturen. Auf jeden Fall nicht auf deutschsprachigen Tastaturen. Zumindest nicht auf den modernen. Auf einer ganz alten Tastatur könnte man tatsächlich noch genau diesen Wortlaut finden. Bei neueren Computern bzw. neueren Tastaturen steht dort Druck, also D-R-U-C-K. Das war's. Ja, und damit kann man dann einen Screenshot von all euren Bildschirmen gleichzeitig machen. Wenn ihr einen Bildschirm dran habt, dann nur den von dem einen. Und wenn man mehrere Bildschirme dran hat, dann wird die gesamte Fläche von allen Bildschirmen als ein großer Screenshot gemacht. Ja, und dann könnt ihr das irgendwo in Paint oder in irgendeinem anderen Bildbearbeitungsprogramm einfügen. So hat man früher immer die Screenshots gemacht, als es dieses Snipping-Tool noch nicht gab. Ja, und dann fügt man das Bild, was man in der Zwischenablage dann gespeichert hat, und fügt man dann einfach in irgendein Bildbearbeitungsprogramm ein. Ja, und dann kann man das so speichern. Und schon hat man ein Foto von seinem Desktop. Und jetzt versucht das über diesen Weg. Also die lassen wirklich keine technische Spielerei aus, um doch noch irgendwie an das Geld zu kommen. Obwohl das Ganze hier schon so unfassbar lange dauert. Nee, so eine Taste sehe ich da nicht. Rechts oben, wo gibt's F9, F10, F11, ja? Ja? Ein bisschen weiter.
Ja, und hier an dieser Stelle hat er dann schnell sein Mikrofon ausgemacht, weil man es ja schon wieder im Hintergrund hat klatschen hören, zumindest den Beginn von der Klatschorgie. Da wird wieder irgendjemand, ja, jemanden beschissen haben im Hintergrund. Ich meine, ich finde es ja hier schon mal beruhigend, dass es nicht so viele sind. Ich hatte heute auch ein Telefonat, wo innerhalb von 5 Minuten 3-mal im Hintergrund geklatscht wurde. Hier ist es innerhalb von 2 Stunden, ich glaube, das 2. Mal, wo es aufgefallen ist. Ich meine, der hat hier ständig sein Mikrofon aus. Kann sein, dass da zwischendrin schon irgendwas gewesen ist, was wir nicht gehört haben. Aber dieses Callcenter hier scheint scheinbar nicht so erfolgreich zu sein. Tja, vielleicht halten sie sich auch deswegen so bisshaft an diesen einen Kunden fest, der dumm genug ist, hier so lange mit denen zusammen an der Leitung zu bleiben. Was ist denn da jetzt bei Ihnen im Hintergrund los? Ein bisschen weiter gibt es eine Taste BRD-SGR, SCR. Nee, so eine Taste habe ich nicht auf meiner Tastatur. Oder Taste Screen oder Print Screen, Print. Nee, also ich habe nach der 11 und nach der 12 kommt die Taste Druck, dann kommt Bildlauf und Pause. Gut, warten Sie bitte kurz, ich überprüfe. Ja. Warten Sie bitte kurz. Hm. Sie haben gesagt, dass dort gibt es Drucktaste, ja? Ja. Können Sie bitte diese Taste klicken? Hm, habe ich gemacht. Also, was passiert? Gar nichts. Gar nichts. Also, gut. Können Sie bitte jetzt öffnen Paint? Wissen Sie solche Programm, Paint? Ja, das Malprogramm. Ja. Ja, wenn man die Drucktaste drückt, oder Druck SABF, so steht es meistens in Deutschland drauf, das ist dann die Taste, womit ihr einen Screenshot erstellt. Natürlich merkt man das erstmal so nicht, weil der Screenshot, der wird erstmal nur ja, in die Zwischenablage von eurem Computer gepackt. Also das Bild lagert dann im Arbeitsspeicher. Genauso wie wenn ihr irgendwo einen Text markiert und ja, STRGC oder also zum Kopieren oder einen Text markiert und mit der Maus dann per Rechtsklick auf Kopieren drückt. Das wird erstmal in den Arbeitsspeicher geladen. Und genau das passiert, wenn ihr die Drucktaste drückt, beziehungsweise Druck SABF. Ja, bei dieser Taste habt ihr jetzt dann den Screenshot erstellt, der erstmal im Nichts vom Computer landet. Ja, und das muss man irgendwo einfügen. Und das passiert dann zum Beispiel hier in diesem Fall über Paint, über das tolle Malprogramm. Mach ich mal auf. Da ist es, ja. Gut, und sehen Sie dort links oben, wie erinnere ich mich, eine Taste einfügen. Ja, genau, ja. Klicken Sie bitte. Ja, habe ich gemacht, ja. Und was passiert? Jetzt ist da also, ja, alles schwarz. Alles schwarz. Und können Sie diese Taste... diese Bild kleiner machen. Also, dann muss ich da mal gucken. Ah ja, genau. Hm, ja. Gut, und was sehen Sie jetzt? Ist das... Jetzt ist das ein Bild von meinem Bildschirm. Super, und dort Sie sehen diese Foto von Ihr Dokument, ja? Ja, genau. Hm. Super, können Sie bitte das, diese Screenshot? Was soll ich damit machen? Warten Sie bitte kurz. Ja. Diese Foto speichern und auch so machen mit der anderen Seite von Ihrem Ausweis. Ach so, warten Sie dann, ja, dann speichere ich das mal. Mhm, gut, gut. So, hier. Wie soll ich denn das nennen? Er fragt mich jetzt hier nach Dateiname. Noch einmal bitte? Er fragt mich jetzt hier nach einem Namen, den ich eingeben soll. Was soll ich denn da eingeben? Diese zwei Foto, Name von Bank, Betrag und das alles.
Vielleicht nochmal zur zwischenzeitlichen Erklärung, was hier überhaupt noch passiert, weil das ganze Gespräch geht ja nun schon echt ziemlich lange und man hat auch eigentlich kaum noch Durchblick, was der von einem will. Denn wir sind ja immer noch bei der Zahlung, so wie vor 2 Stunden. Ja, tatsächlich. Also, ich hatte ja zuerst Fotos gemacht mit meiner Kamera und habe dann so getan, als würde ich die per E-Mail schicken. Und dabei hieß es dann, die Bilder sind zu groß. Dann haben wir versucht, die Bilder mit einem Programm im Internet kleiner zu machen, hat nicht funktioniert. Und nun versuchen wir hier, weil die Bilder ja immer noch zu groß sind, versuchen wir, dass wir einen Screenshot von den Bildern machen, um da eventuell ein kleineres Bildformat mit zu erhalten. Das heißt, ein Foto vom geöffneten Foto auf dem Bildschirm. So haben die sich das jetzt ungefähr vorgestellt. Das heißt, die lassen hier wirklich tatsächlich gar nichts offen, um irgendwie an das Geld zu kommen. Das heißt, es bleibt wirklich gar nichts unversucht hier. Und wir haben hier nur wirklich alles schon durchprobiert. Sämtliche verschiedene Zahlungsmethoden, per E-Mail verschiedene Methoden, alles dauert ewig lange und irgendwie geben die es immer noch nicht auf. Also das habe ich so in diesem Ausmaß auch tatsächlich noch nie erlebt, dass die Betrüger sich nicht mal abschütteln lassen durch jede Menge Langweiligkeit und Zeitvertreib und dass nichts irgendwie Sinn ergibt und nichts funktioniert. Normalerweise beleidigen die gleich und legen dann sofort auf. Der hält hier ziemlich lange durch. Ja, und bis jetzt ist er ja auch die ganze Zeit noch freundlich geblieben. Das ist natürlich auch selten, dass die quasi zuvorkommend sind, obwohl man selber am Telefon gar nicht weiterkommt. Sobald man sich bei Betrügern auf blöd stellt, fangen sie ja gerne mal an, einen zu beleidigen oder brechen das Gespräch einfach gleich ab, weil es denen viel zu lange dauert. Tja, ich weiß nicht. Scheinbar müssen die das hier mit dem Geld wirklich unfassbar nötig haben, sonst würde hier niemand so lange durchhalten. So, dann habe ich das jetzt gespeichert. Super, beide Seiten, ja? Ne, erstmal das eine. Das andere muss ich das dann genauso machen? Ja. Also eben diese Screenshot, diese Foto von Ihr Bildschirm ist nicht so groß wie diese Foto. Und Sie können diese Screenshot mir per E-Mail senden. Ja, jetzt muss ich erstmal den anderen machen. Dann soll mal, da gucke ich nochmal, dass ich das genauso. Mach das mal nochmal zu, das habe ich ja jetzt gespeichert. Oh, und dann mache ich das jetzt nochmal mit dem anderen. Ja. Ich sehe gerade, ich habe gerade von Moonpay eine E-Mail bekommen. Welche E-Mail? Da steht wieder so eine Nummer drin. Können Sie bitte diese E-Mail einfach mir senden? Ja, warten Sie, dann. Da muss ich mal gucken. Dankeschön. Dann drücke ich auf Weiterleiten, ja? Ja. Und was gebe ich denn beim Empfänger an? Beim was? Beim Empfänger. Senden mir einfach diese E-Mail, ich sehe und sage Ihnen. Ja, sagen Sie mal nochmal, an welcher E-Mail ich das schicken muss. Jan.k Impressive Area. Jan. Sie können einfach mir E-Mail beantworten. Warten Sie, wenn ich das. Ich kopiere das mal raus, Moment. So. Genau, so, dann kopiere ich das, was jetzt hier bei Moonpay drin steht und dann. Einfach weiterleiten. Dort gibt es eine Taste weiterleiten und Ich kann mir die E-Mail-Adresse nicht merken. Ach so, ja gut. Also dann gehe ich jetzt hier auf Antworten und dann kopiere ich das da rein. Ach, jetzt lädt es hier wieder so lange. Füge ich das hier ein und dann sende ich Ihnen die Nummer. Ja? So, E-Mail habe ich jetzt geschickt, ja. Ach so, gut, ich überprüfe jetzt. Ja. Jetzt warte ich auf E-Mail und Sie können Sie bitte andere Seite machen. Ah ja, das andere Bild, ja, dann mache ich das andere Bild. Ja. Dann muss ich wieder die Drucktaste da drücken. Ja, richtig. Noch einmal dasselbe. Diese Taste drück und dann Paint einfügen und speichern. Ja, dann mache ich Paint auf. Genau, dann muss ich da auf Einfügen drücken. Ja.
So, und dann wieder speichern. Ja, richtig. So, dann gebe ich den Namen da ein. Welche Sie wollen. So, dann habe ich das gespeichert und dann gehe ich nochmal in den E-Mails gucken. Jetzt habe ich hier noch drei E-Mails von Moonpay gerade bekommen. Dasselbe mit Code? Nochmal drei verschiedene Nummern. Also, das sind eigentlich ein bisschen später von Moonpay. Sie bekommen die Code, um ihr E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, soll ich Ihnen die alle schicken? Haben Sie schon die Seite Moonpay geschlossen? Nur die habe ich noch auf. Also, wenn Sie haben die Seite von Moonpay geschlossen, okay. Habe ich auf die Seite. Auf die Seite. Auf Moonpay, Sie sind auf der Seite, wo sollen Sie einen Code von Moonpay schreiben, ja? Ja, genau. Die habe ich noch auf die Seite. Also, ich denke, dass Sie können vom letzten E-Mail von Moonpay diesen Code nehmen und schreiben in Moonpay, wo braucht man diese Code. Ja, dann nehme ich die als letztes gekommen ist, ja? So, dann kopiere ich da wieder die Nummer und dann probiere ich die nochmal aus. Ja, vom letzten E-Mail. Ja. Der von dir eingegebene Code ist leider abgelaufen. Beginnen Sie mit der Anmeldung erneut. Ach so. dann senden Sie mir bitte einfach Foto von diese zwei Screenshots. Ja. Und wir können einfach ganz normale Banküberweisung machen. Ja, warten Sie, dann suche ich nochmal Ihre Nachricht raus. Gut. Dann antworte ich da einfach wieder drauf. Ja. So, genau, dann drücke ich jetzt auf Antworten. Ja. So, dann mache ich da die beiden Bilder rein. Warten Sie. Jetzt steht hier wieder Datei zu groß. Ach so, wie ist das möglich? Können Sie bitte mit zuerst mit einer und dann mit anderer E-Mail mit zweiter Foto? Ja, warten Sie, dann probiere ich das nochmal mit einer. Gut. Dann wieder auf Hochladen. Ja, da steht wieder Datei zu groß, aber ich sehe auch gerade, das darf nur 2 MB groß sein und das Foto, das ist 5 MB. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also, Sie haben diese Screenshots gewählt, ja? Ja, genau. Das, was wir gerade zusammen gemacht haben. Gut, warten Sie bitte kurz. Ja. Gut, also. Können Sie bitte noch einmal zum Moonpay gehen? Ja. Und klicken, Moonpay sendet Ihnen noch eine Code. Auf Code erneut senden, meinen Sie? Ja. Ja, dann klicke ich da nochmal drauf. Jetzt steht hier Aktion abgelaufen. Können Sie, dort gibt es eine Taste, senden mir noch eine Code, ja? Ja, ja, und wenn ich da drauf drücke, dann steht da, dass das abgelaufen ist. Ach so, dann können Sie bitte zurückklicken, zurückgehen. Ja, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Und Sie schreiben jetzt noch einmal Ihr E-Mail, klicken fortfahren und warten auf Code. Ja, warten Sie. So, lädt es ja erstmal wieder. So, soll ich da jetzt wieder das andere auswählen oder Bitcoin lassen? Sie sind auf erster Seite, ja? Ja, genau, auf der ersten Seite.
erste Seite. Gut, wählen Sie bitte Ethereum, es ist zweite nach Bitcoin. Ja, habe ich gemacht, ja. Gut, ist weiter Betrag im Euro oder im Dollar? Der ist wieder in Euro. Gut, und schreiben Sie dann Betrag? Dann gebe ich jetzt hier wieder 1000 ein. Mhm. Jo, und dann gehe ich wieder auf Fortfahren. Fortfahren, ja. Jetzt muss ich wieder die Adresse suchen. Ja, es ist in meiner letzte E-Mail, grüne. Guck ich mal, Moment. Mhm. Ich bin so viel gekommen in der Zwischenzeit. Mhm. Oder ich kann das noch einmal senden, wenn Sie möchten. Ja, dann senden Sie mal sicherheitshalber nochmal. Ah, gut, warten Sie bitte kurz. Mhm. Ja, ich habe das gesendet. Ja. Noch ein I. Dann gucke ich nochmal rein. Ach, jetzt ist mein Internetfenster abgestürzt. Moment. Dann muss ich mal nochmal E-Mail neu aufmachen. So, und dann lädt das jetzt hier erstmal. Jetzt braucht es hier wieder so lange. So. Warten Sie mal kurz, ich glaube, jetzt ist hier irgendwas mit meinem Internet. Muss ich auf nochmal versuchen klicken. So, jetzt bin ich hier wieder im Login-Fenster, dann melde ich mich da mal an. Ja, und an dieser Stelle ist dann die Telefonleitung wieder irgendwie zusammengebrochen und das Signal war weg. Keine Ahnung, was jetzt hier wieder los gewesen ist, aber ich habe mir dann überlegt, ich schreibe dem Betrüger einfach nochmal eine E-Mail, weil eine E-Mail habe ich ja von ihm gehabt und habe gefragt, wo er denn ist. Ja, und es hat nicht lange gedauert, da hat er dann natürlich sofort nochmal angerufen, weil er immer noch seine Beute gewittert hat. Aber ich war ja noch nicht fertig mit ihm. Ja, ich wollte Sie gerade zurückrufen, aber das ging irgendwie nicht. Mhm. Bei der Nummer kam, dass Sie da nicht runter erreichbar sind. Mhm, ja. Sie einfach haben zu unserem technischen Abteilung anrufen und Sie sagen mir, dass Sie machen das. Wie meinen Sie das? Ich habe gerade versucht zurückzurufen, das ging nicht. Da kam, dass die Nummer nicht existiert. Oh, vielleicht, ich weiß sogar nicht, weil immer wenn Leute rufen diese Telefonnummer an, sie rufen zu unserer technischen Abteilung und diese technische Abteilung sagt uns, wer hat uns angerufen. Ach so, okay. Also gut, was machen wir? Also sie öffnen... noch einmal Moonpay, richtig? Ja, genau. Ich muss das jetzt erstmal alles wieder aufmachen, weil das Internet war ja gerade weg. Mhm, gut. Also, dann aktualisieren Sie bitte diese Seite und noch einmal alles. Ja. Also, zuerst wählen Sie bitte ETH, Ethereum. Es ist zweite nach Bitcoin. Ja, genau. So, dann gebe ich jetzt hier wieder 1000 ein. Ja, und es ist ETH zu Euro, richtig? Ja, genau. Hm. Super. Und jetzt bitte fortfahren. Ja. So, ja genau. Dann gebe ich hier wieder die Adresse ein. Ja. Die Wallet-Adresse, ja? Ja, genau. So, jetzt habe ich von Ihnen aber auch schon die grüne Nachricht hier bekommen, ja. So. Ich sende jetzt noch einmal, ja? Ja. Gut, warten Sie bitte kurz. Ich habe das gesendet. Ja. Es ist wieder grün. Ich beantworte auf letzte E-Mail. Ja, genau. Da 0 und dann so ein X.
2B, 83 und so weiter. Ja, 0X und endet mit EE7. Ja, genau. Hm. Super. So, das trage ich dann da ein und dann gehe ich auf Fortfahren. Aha. So, meine E-Mail-Adresse und nochmal auf Fortfahren und jetzt kriege ich wieder so einen Code. Aha. Nee. Was ist weg? Ja, war gerade wieder leise. Ich dachte nicht, dass es wieder weg ist. Ich bin da. So. Dann. So, dann gebe ich jetzt hier den Code ein, der ist jetzt gekommen. Super. Und klicken Sie bitte dort, ich stimme, bla bla bla. Jetzt kriegst du es wieder so in der Leitung. Mhm. Was ist denn das immer? Das ist so laut. Ich höre es, ich höre das auch. Weil es ist nicht von unserer Office. Hm. Ich habe gedacht, das ist bei Ihnen. Nee. Hm. So, warten Sie mal. Jetzt den Code hier nochmal rein. Warten Sie. Mhm. Oh, das war aber ganz schön böse gerade. Hm. Was passiert? So, dann, nee, dann steht hier wieder, der Code ist abgelaufen. Mhm. Ja, ich schließe manchmal, ich kann Mikrofon, also gut. Haben Sie gemacht und geschrieben das? Ja, mit dem Code, ja, und da steht dann, dass der abgelaufen ist. Mhm. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also, aber Sie haben diese Code jetzt bekommen und es ist schon abgelaufen? Ja. Wie ist das möglich? Ich warte unsere technische Abteilung. Ja. So, jetzt habe ich hier noch eine E-Mail bekommen mit noch einem Code drin. Oh, probieren Sie bitte diese neue. Ja. Nee, da steht auch, dass der abgelaufen ist. Können Sie bitte aktualisieren Ihr Inbox und vielleicht Sie bekommen noch ein E-Mail von MoonPay mit Code, weil wir haben das so oft gemacht, dass vielleicht Sie haben viele Code bekommen. Hm. Nee, weiter ist noch nichts gekommen. Wir können noch ein paar Sekunden warten und dann etwas anderes machen. Okay. Also bis jetzt ist noch nichts weiter da. Gut, dann, dann so. Sie können, warten Sie bitte kurz. Ja. Mhm. Warten Sie bitte kurz. Mhm. Warten Sie bitte kurz. Mhm. Also, es ist der absolute Wahnsinn. Tja. Und Geduld hat er auch ohne Ende. Aber so ganz langsam merkt man, dass die Geduld bei ihm ja auch nicht unerschöpflich ist. Denn so ein bisschen hibbelig wird er denn doch langsam schon. Tja, wenn er wüsste, dass er eigentlich komplette 3 Stunden seines Lebens und seiner Arbeitszeit komplett für Scheiße verschwendet hat. Ich würde sagen, super. Denn in der Zeit konnte er niemanden anderen betrügen und hat kein anderes Opfer irgendwie um sein Geld bringen können. So, ich sende jetzt Ihnen noch ein E-Mail. Ich habe das schon gesendet, aber das war schon lange Zeit und Sie können es nicht finden. Es ist ein E-Mail mit Ihr Login und Passwort von Ihr Konto. In Ihr Konto, Sie haben eine Taste Profil und Sie können dort Ihr Dokumenten herunterladen. Und ich kann das sehen und vorbereiten Daten für Banküberweisung. Okay. Um welche Uhrzeit haben Sie die denn ungefähr geschickt? Ich habe das jetzt noch einmal gesendet. Ach so. Jetzt habe ich was bekommen. Ja, Kontoaktivierung. Richtig, Impressive Area. Ja, genau.
Gut, also öffnen Sie bitte diese E-Mail. Ja. Sehen Sie große schwarze Taste Login? Genau, ja. Klicken Sie bitte diese Taste. So. So. Ja, jetzt bin ich auf der Seite, ja. Also Sie sehen jetzt zwei Feld für E-Mail und Passwort, richtig? Ja, genau. Super. Also im ersten, wo ist Login, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Es ist Ihr Login. Ja, und das Passwort dann aus der E-Mail? Ja, im ersten Ihre E-Mail-Adresse und im zweiten temporäres Passwort. Es gibt im E-Mail, aber ich kann noch sagen, dass Ihnen. Ja, nee, habe ich jetzt hier. So, und dann muss ich auf den blauen Strich klicken. Ja. Ah ja, genau, jetzt. Und Sie sehen jetzt noch, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich ein neues Passwort eingeben. Richtig, schreiben Sie bitte Ihr neues persönliches Passwort. Es soll 8 oder mehr Symbolen und nur englische Buchstaben oder Ziffern. Okay. Und schreiben das zweimal. Ja, ich sehe gerade, Sonderzeichen gehen da nicht. Ich meine, wir wissen ja schon, dass das hier Betrug ist, aber das ist natürlich auch wieder eins von den vielen Hinweisen, die danach brüllen, Finger weg von dieser Webseite. Denn Sonderzeichen sollten auf jeden Fall in einem Passwort immer funktionieren. Ja, und auch wenn man es kaum glaubt, ein Passwort sollte tatsächlich mindestens 200 Zeichen lang sein. Denn erst dann sind die Passwörter so richtig sicher. So, dann muss ich ohne Sonderzeichen. Also Sie können einfach von 1 bis 9 zum Beispiel. Oder welche, aber vergessen Sie bitte dieses Passwort nicht. Mit diesem Passwort, Sie werden in Zukunft Ihr Konto öffnen. Okay. So, jetzt bin ich auf so einer schwarzen Seite, ja? Gut. Ja, ich sehe, Sie sind drin. Also, sagen Sie bitte, es ist auf Deutsch oder auf Englisch? Das ist auf Englisch. Ist besser auf Deutsch, ja? Ja. So, dann rechts oben, Sie sehen die Taste Settings. Ja. Klicken Sie bitte. Ja. Und Sie sehen Languages, letzter Punkt. Ah ja, genau. Languages. Und wählen Sie bitte dort Deutsch. Okay, habe ich gemacht, ja. Super. Also, es ist Ihr Konto. Mit diesem Konto Sie können Geld verdienen und in dieser Taste Settings, es ist schon Einstellungen, Sie sehen erster Punkt Profil. Ja, genau. Da klicke ich drauf. Ja. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt Sie sehen Ihr Profil, sehen Informationen über selbst. Und Sie sehen, dass Sie können dort Ihre Dokumente herunterladen. Hier steht jetzt Identitätennachweis. Ja. Ja. Also, können Sie bitte in Ihr Profil Ihr Ausweis herunterladen? Wie runterladen? Ja. Da ist ja noch nichts, dann kann ich ja auch nichts runterladen. Warten Sie bitte kurz, ich sehe von meiner Seite. So, Sie sehen, mittendrin gibt es ein Feld mit Identitätsnachweis und ist geschrieben Choose File. Ja, genau.
Klicken Sie bitte diese Taste und wählen Foto von Ihrem Ausweis. Ja. So, dann, warten Sie, da muss ich mal gucken, wo das gespeichert ist. Ah ja, hier habe ich das. Hm. Ja, gut. So, und... Jetzt steht hier bei mir im Browser keine Rückmeldung. Ah, jetzt kommt so eine Sanduhr. Ja, also Sie wählen erste Seite von Ihrem Ausweis. Ja. Ja, und wenn ich das hochlade, dann ist das irgendwie kaputt, das Bild. Also wenn Sie das hochladen, ich kann das sehen auf Ihr Konto. Ja, aber da, also ich habe das gerade hochgeladen, aber irgendwie ist das nicht richtig. Was ist denn nicht richtig? Das ist wie so ein Fehler. Welcher Fehler? Als wäre das Bild kaputt so. Also, das Bild ist, sieht anders aus, als ich das hochgeladen habe. Können Sie bitte aktualisieren diese Seite und noch einmal probieren. Ja, warten Sie. Gut. Lade ich die Seite nochmal neu. So. Und dann gucke ich, dass ich das Bild nochmal auswähle. Ja. So, dann lade ich das nochmal hoch. Ja, aber das sieht immer komisch aus, wenn ich das hochlade. Auch eine Fehler. Ja, das, also, das Bild sieht irgendwie nicht so aus, wie ich das hochgeladen habe. Also, ich noch ein paar Minuten, ich noch denke, gut. Ja. Sagen Sie bitte, sind Sie jetzt, Sie sind jetzt... Was bin ich? Ich bin jetzt auf der Seite immer noch. Ah, nein, sind Sie jetzt zu Hause oder Arbeit? Nee, ich bin am Computer zu Hause. Mhm, gut. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also, leider, ich habe... keine Idee, was machen so, aber ich würde über andere Ideen nachdenken, gut, und ich schreibe Ihnen ein E-Mail oder ich rufe Sie an, gut? Wie meinen Sie das? Dann kann ich nicht mehr bei Ihnen mitmachen, oder wie? Nein, einfach alles ist Fehler und ich habe keine Idee, wie das noch machen können, aber es gibt einen Weg oder wir können ein bisschen später noch einmal mit unserem Partner überprüfen. Mhm. Oder ich kann andere Idee. Vielleicht liegt es ja auch einfach nur daran, dass ich bei Betrügern kein Geld einzahle. Also, vielleicht. Also, warten Sie bitte noch einmal kurz. Ja. Tja, den Typ haben Sie wahrscheinlich wirklich direkt vom Mund importiert, oder ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe ihm ja gerade gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach bei Betrügern kein Geld einzahle. Aber der, weiß ich nicht, entweder hört er nicht zu oder überhaupt keine Ahnung. Also ich meine, er hat es ja nicht begriffen. Und ich habe ihm hier klipp und klar gesagt, von mir wird er keine Kohle sehen. Naja, aber man kann es ja nochmal probieren, ne? Also und Ndesk auf Ihr Handy, Sie können auch nicht installieren, ja? Na, da war ja das mit dem Datenvolumen, dass das alle ist. Mhm, gut. Aber wir können das ja nochmal probieren. Ja. Ja. So, ich gebe das mal da nochmal ein. Mhm, gut. Also, das heißt AnyDesk. Ich kann das buchstabieren. Ja. A wie Anton. Mhm. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora.
Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. K wie Kaufmann. Ja. Na, das war's. Ach so, okay. So, jetzt lädt es hier. Ah ja, ich sehe gerade, ich habe auf dem Computer von Moonpay eine Nachricht bekommen. Es ist noch ein Code? Ja, da ist noch mal ein Code gekommen. Können Sie bitte diesen Code einfügen in Moonpay-Seite? Vielleicht ist es richtig. Ja. So, dann gehe ich wieder auf Fortfahren. Ah ja, nee, da steht wieder, der Code ist abgelaufen. Gut, also dann. Oder nein? Gut, können Sie noch einmal probieren, Instagram, Entschuldigung, AnyDesk installieren? Ja, probiere ich nochmal. Auf dem Computer denn oder wo? Ah ja, Instagram. Dann wissen wir auf jeden Fall, was er so nebenbei treibt, wenn er die Leute abzockt. Ein bisschen auf Instagram rumchillen und sich ein paar Fotos angucken. Tja, genau so wird's aussehen. Die werden da nebenbei Spaß haben auf der Arbeit. Und irgendwie muss er sich ja die Langeweile vertreiben. Und dann ist es auch kein Wunder, dass der hier jedes Mal so lange abwesend ist am Telefon. Auf Handy. Ach, auf dem Handy, ja. So, habe ich jetzt installiert, ja. Super. Na Mensch, wie er sich darüber freut, dass ich das Programm jetzt endlich installiert bekommen habe und er endlich gucken kann, was ich da so treibe, um möglichst schnell an die Kohle ranzukommen. Tja, womit er nicht rechnet, dass ich ihm da gleich in Kürze noch einen Strich durch die Rechnung mache, währenddessen ich ihm den AnyDesk-Pin durchsage. Und warten Sie bitte kurz. Gut, öffnen Sie bitte dieses Programm AnyDesk. Ja. Und dort gibt es einen Code, 9 Ziffern, wie erinnere ich mich. Können Sie bitte das mir sagen? Nee, bei mir sind da 8 Buchstaben. 8 Buchstaben, warten Sie bitte kurz. Suchen Sie bitte 9 Ziffern. Nee, da habe ich nur Buchstaben drin. Also Sie haben dieses Programm AnyDesk, rote Programm AnyDesk installiert, geöffnet und nur Buchstaben. Ja genau, da sind 8 Buchstaben. 8 Buchstaben und es ist ein Wort oder einfach verschiedene Buchstaben? Nee, das sind verschiedene Buchstaben. Können Sie bitte mir das buchstabieren? Ja, ein B. B. Ja, dann ein E. E wie Emil? Ja, genau. Dann ein T wie Theodor. Dann ein R wie Richard. Dann kommt ein Ü. Ich habe verstanden. Ja, und dann kommt ein G. Und ein E und ein R. Ich habe verstanden. Macht Ihnen die Arbeit eigentlich Spaß? Naja, reden Sie jetzt nicht mehr mit mir? Ich verstehe nicht. Ja, Sie verarschen die Leute und betrügen die Leute um ihr Geld. Nein. Doch? Natürlich nein. Warum denken Sie so? Sie sind sogar so gierig nach Geld, dass Sie mit mir 3 Stunden verschwenden. Es ist meine Arbeit. Also dann würde ich Ihnen aber empfehlen, dass Sie sich mal andere Arbeit suchen. Das ist keine seriöse Arbeit, was Sie da machen. Tja.
Und da haben Sie jetzt nichts weiter zu sagen? Ich verstehe nicht, warum denken Sie so? Ich möchte helfen Ihnen, Ihr Konto aktivieren und Geld verdienen. Nö, ja, der Einzige, der hier Geld verdient, sind Sie und alle anderen nicht. Warum denken Sie so? Sie haben schlechte Erfahrung? Nö, also ich habe keine schlechte Erfahrung, ganz einfach, weil ich mein Geld nicht bei Betrügern einzahle. Es ist gut. Warum suchen Sie sich keine vernünftige Arbeit? Welche Arbeit? Ich mache meine Arbeit und helfe Leute und Sie verdienen Geld. Sie helfen keinen Leuten, Sie beklauen Leute. Nein, Sie können im Internet finden Leute, die schreiben, dass Sie verdienen mit unserem Unternehmen. Ja, genau. Also wenn man Ihr Unternehmen googelt, dann findet man genau das Gegenteil davon. Nein. Schon alleine, dass Sie Geld über MoonPay haben wollen, das ist unseriöser, geht's gar nicht mehr. Wenn ich da mein Geld einzahle, ist das auf Ihrem Krypto-Wallet und das sehe ich nie wieder. Sie sehen dieses Geld auf Ihr Konto, Sie haben jetzt Ihr Konto geöffnet mit Ihrem Login und Passwort und Sie können dieses Geld auf Ihr Konto sehen und Sie haben auf Ihr Konto eine Taste Einstellungen, dann Sie klicken die Taste Auszahlen und Sie sehen, dass Sie können Ihr Geld jederzeit auszahlen. Ja, erzählen kann man ja viel, aber es ist ja nachher nicht so. Sie betrügen die Leute um ihr Geld, mehr ist es nicht. Also, gut, Sie denken so schlecht über uns, das ist nicht sehr gut für mich. Und wenn Sie anderen Ihre Meinung, Sie können mir eben schreiben und ich helfe Ihnen. Nee, mir ging es eigentlich nur darum, dass ich möglichst viel Zeit von Ihnen verplemper. Und 3 Stunden haben wir ja schon geschafft. Das ist meine Arbeit, mit Leuten sprechen und helfen. Ja, aber das ist doch keine gute Arbeit, weil Sie helfen den Leuten nicht, Sie beklauen Leute. Warum denken Sie so? Ja, weil das so ist. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Und wenn man Ihr Unternehmen googelt, dann findet man tausende Einträge. Ich habe Ihnen möchte helfen und Sie sagen sehr schlechte Sache. Ich möchte das nicht hören. Und wenn Sie ändern Ihre Meinung, Sie können mir schreiben oder mich anrufen. Ja, meine Meinung werde ich dazu sicherlich nicht ändern. Ich werde das Ganze... Ja, genau. Dann kann man auch einfach auflegen, wenn man dann nicht mehr weiter weiß, wie man das Ganze hier noch rechtfertigen soll. Denn Betrug ist das Ganze hier in jedem Fall. Da kann er uns erzählen, was er möchte. Es bleibt Betrug. Bandenmäßiger Betrug. Er macht sich hier bei bandenmäßigem Betrug ja auch mit strafbar. Also das ist nicht nur strafbar für den Inhaber dieses komischen Betrüger-Callcenters. Es ist tatsächlich auch strafbar für denjenigen, der den Betrug durchführt. Tja, und das ist er in diesem Fall. Aber es scheint nicht zu bocken oder es scheint er nicht zu wissen, denn der hier war ziemlich ahnungslos. Was mich hier wundert, dass er nach so langer Zeit tatsächlich noch ruhig geblieben ist am Telefon. Die meisten, die rasten ja hier aus und werden dann beleidigend. Aber es ist schon ein starkes Stück, wie gierig die hier am Telefon sind und wirklich 3 geschlagene, volle Stunden am Telefon bleiben. Die Zeit, in der ich jetzt hier die ganze Zeit gesprochen habe, ist eigentlich nur die Pausenzeit, die ich damit mehr oder weniger überbrückt habe und das Video dann wieder auf 3 Stunden kommt, nachdem ich die ganze Pausenzeit eben rausgecuttet habe. Ganz einfache Rechnung. Das heißt, das Video ist exakt genauso lang, wie der Call eigentlich war mit dieser Firma hier. Tja, aber... schon beeindruckend. Also vor allem über wie viele verschiedene Wege und Varianten die versucht haben, irgendwie an unser Geld ranzukommen. Schon Wahnsinn. 3 Stunden. Das muss man erstmal schaffen. Vor allem, das ist ja tatsächlich ein halber Arbeitstag. In der Regel arbeitet man im Callcenter 6 Stunden. 8 Stunden ist in den seltensten Fällen. Naja, und 3 Stunden haben wir geschafft und dementsprechend müsste sein halber Arbeitstag auf jeden Fall schon rum gewesen sein. Und selbst wenn, dann fehlt ja nur ein bisschen. Also es ist schon krank, dass die Leute uns anrufen und an unser Geld wollen. Tja, für die es interessiert. Das Video ging ja, wie ihr wisst, 3 Stunden. Im Schnitt habe ich jetzt hierfür 7 Stunden gesessen und 3 Stunden natürlich mit dem Typen telefoniert. Ja, macht eine ganze Menge Arbeit. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video eine kleine Freude machen können und dass euch das Video soweit auch gefallen hat.
ging ja jetzt hier auch mal ein bisschen länger als üblich. Ich meine, 3 Stunden ist schon, ja, es ist ein Video. Und keine Schnipselparty, keine Kakerlakenparty. Im Übrigen, Stichwort Kakerlakenparty. Dieses Video hört ihr natürlich auch nochmal in voller Länge, dann am Wochenende in der Kakerlakenparty, zusammen mit allen anderen Schnipseln oder allen anderen Videos, ohne das Gequatsche dazwischen. Das heißt, ihr habt dann die Originalversion ohne Pausen und ohne meine O-Töne eben mit dazu. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier wieder eine kleine Freude machen mit dem Video. Und für alle die den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich ultra freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button drückt. Natürlich mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal. Däumchen hoch, ist ganz klar. Und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören, zur nächsten Premiere, wieder um 20 Uhr, zum nächsten Video. Ansonsten lasst mir gerne noch alles Mögliche in den Kommentaren da, was ihr zu diesem Gespräch denkt. Also ich meine damit nicht den Live-Chat, sondern die Kommentarfunktion unterm Video. Schreibt gerne noch was dazu, was ihr so über diesen Typen hier und über dieses Verhalten denkt und vor allem, was ihr darüber denkt, dass man es seit 3 geschlagene Stunden am Stück versucht, irgendwie an das Geld zu kommen, über sämtliche Methoden. Also ich finde es persönlich schon mega krass. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Reinhören und hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt findet ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.